nicht die ganze Balance dafür. Aber wie auch immer, Chat, wir spielen Ahead in Time. Seid ihr mit Ahead in Time vertraut? Es ist das eine Jump'n'Run, das einen Monat vor Mario Odyssey letztes Jahr rauskam. Und ich will sagen, es war ein fantastisches Spiel. Ich mag Ahead in Time sehr. Es kam von Jahr raus, aktuell. Wenn ihr das Humble Monthly Bundle kaufen wollt, wenn ihr einen PC habt, bekommt man aktuell Ahead in Time. Beim Humble Monthly Bundle zahlt man, ich glaube, 12 Euro pro Monat, bekommt ihr ein paar Spiele. Aktuell bekommt man Ahead in Time. Und wenn ihr es über den Link in der Beschreibung abschließt, euer erstes Humble Monthly Abo, bekomme ich einen geilen 10er. Das ist ein guter Deal für mich. Wie auch immer, Ahead in Time, ein sehr schönes Spiel. Ist ein 3D-Jump'n'Run, welches einen gewissen Nein! Ich habe A gedrückt. Welches einen gewissen Fokus auf Dialoge und sowas hat. Das ist ganz nett. Es ist eine Story. Irgendwie 3D-Jump'n'Run. Nein, lass mich zurückgehen. Oh Gott. Wie war das nochmal? Quit Game. Oh, ich habe übrigens auch vor, dass wir ein paar Mods uns anschauen werden, wenn wir soweit durch sind mit dem Spiel. Und wir werden natürlich die 100% machen. Wir werden natürlich alles holen, was es nur gibt in dem Spiel. Das ist ein gute Laune-Spiel. Ja, ist fantastisch. Und von was ist das? Von Change. Ein bisschen Change. 245 Bits. Vielen Dank. Der gute Zeithut. Okay, 100%. Ich hab die 100% gemacht, okay? Seht die Scheiße. So komplettiert. Viel kompletter wird's nicht mehr. Wir fangen neu an. Ich hoffe, ihr habt übrigens eure Englischkenntnisse der dritten Klasse mitgebracht, denn dieses Spiel hat keine deutsche Übersetzung. Es gibt tatsächlich über den Workshop, das Spiel hat Modding Support, darüber gibt es tatsächlich eine deutsche Übersetzung, aber ich bitte euch, wir haben in der dritten Klasse aufgepasst. Meist zumindest, ich habe Lesen nicht ganz gelernt, aber den Rest kann ich, okay? Ich doch gar kein Englisch, das sehe ich. Oh, hätte da so gutes Spiel, Chat! Ich freue mich so sehr darauf, es wieder zu spielen. Was sagt der Mann? Kann das jemand übersetzen? Waking up! Okay, Chat, willkommen in Ahead in Time. Wir sind, bevor wir irgendwas machen, können wir mal kurz über die Sache hier reden. Seht ihr das? Das sind Kissen. Und in diesen Kissen können wir entlang schwimmen. Ist es die beste Idee aller Zeiten, einen riesigen Kissenberg zu haben? Ich weiß, irgendwo hier versteckt sich jetzt irgendwo ein lustiger Buddy-Pillow-Joke. Aber da, so weit werden wir nicht gehen. Nein, das ist einfach nur ein riesiger Berg voll Kisten. Voll Kissen. Und das ist die harmloseste, beste Sache, die es jemals gab, okay? Und das werde ich mir von euch nicht kaputt machen lassen. Außerdem, wir können die Truhe öffnen. Ich glaube, es bringt uns nichts. Oh shit, wir haben eine, ich habe den Namen vergessen davon, das ist unsere Währung. Dafür können wir verschiedene Dinge kaufen. Kann ich von hier oben aus nicht mit dem Sprungbrett springen? Ja, ein Sprungbrett, okay, pass auf. Und die Kamera, die ist immer noch nicht gefixt worden, wenn man da runter springt. Okay, sehr schön. Geht gut los. Hätte Time ist, ich habe schon angemerkt, das ist ein 3D-Jump'n'Run. Also, bereitet euch vor. Wieso ist ein Loch unter dem Kissenstapel? Das ist eine ausreichende Frage, wir werden es herausfinden. Außerdem seht ihr den Staubsauger hier. Der ist nicht begeistert. Oh nein. Pass auf, wir können uns auf den Staubsauger stellen und dann... Er ist super angestrengt. Seht ihr das? Er findet das nicht gut. Fett ist das Tageswort. Ich meine, es trifft in der Situation ganz gut zu. Ich für meinen Teil wäre dafür, dass das Tageswort dieser Emote ist, okay? Das Gesicht von dem Staubsauger. Das wäre eine wundervolle Sache. Außerdem, wisst ihr, was das Spiel auch für ein Feature hat? Das beste Feature aller Zeiten. Hinsetzen. Als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, habe ich mich hier hingesetzt. Ich dachte, es passiert irgendwas. Und ich saß hier dann für eine halbe Minute. Habe mir die Welt angeschaut. Hat über mein Leben nachgedacht. Habe festgestellt, dass es viele Fehlentscheidungen gab. Und dann dachte ich mir, wo ist die Cutscene? Irgendwas anderes sollte hier doch noch kommen. Wo bleibt das? Hier fehlt doch irgendwas. Das ist mir aufgefallen. Wenn ich B drücke, kann ich wieder aufstehen und das ist absolut für nichts gut. Es bringt absolut effektiv nichts. Außerdem! Was soll denn die Mode, werden? Nichts soll die Mode werden. Luffy, vielen lieben Dank für den BTTV-Mode übrigens, wenn wir schon dabei sind. Außerdem! Wir können auch Fernsehen schauen.
Das da neben der Konsole ist übrigens unsere GameCube-Alternative. Es ist ein... was auch immer. Es ist so eine Art GameCube für bis zu 8 Spieler. Fantastisch. Dieses Spiel hat relativ... es hat ein, zwei Anspielungen an ältere Spiele und hauptsächlich GameCube-Spiele. Das heißt, es macht es zum besten Spiel aller Zeiten. Ich habe aber vergessen, wo wir insgesamt hin müssen. Wir erkunden einfach die Gegend und sehen, was passiert. Gehen wir zu unserem... nein, da gehen wir nicht hin. Gehen wir zum Fenster. Nein, gehen wir nicht. Gehen wir dahin? Nein, gehen wir nicht. Warte. warte. Ich glaube, ich übersehe gerade was. Da können wir auch nicht entlang. Quatschen wir das an. Ich hab's gefunden. GameCube war nicht so meins außer Double Dash. Autsch. Hört ihr das Klopfen? Das ist mein Herz. Weil ich gehört habe, dass so viele Menschen, die mich lieben, heute hier im Stream vereint sind. Der Donation-Link ist unter dem Stream. Außerdem Italiener. Ich meine Mafia. Ich meine Russen-Mafia. Das war nicht die beste Idee, die du hättest haben können. Oh nein, er hat Tränen im Auge gehabt. Habt ihr gesehen, wie traurig er war? Aber außerdem, wir sind auch sehr traurig. Kleiner Nachteil, natürlich noch an den Treibstoff, den wir hatten. Mit den 40 von 40. Die 40 Dinge, die da angezeigt wurden, waren die Sanduhren. Und wie sich herausstellt... wie sich herausgestellt hat, haben wir genau die verloren. 0 von 40. Wie meine Punktzahl im Leben. Nicht mal versucht. Und ja, erste Mission. Willkommen in den Mafia Town. Mafia Town zeichnet sich übrigens dadurch aus, dass sie voll mit Mafia ist. Und Mafia ist wütend. Außerdem von Tatzenwurm Nummer 2. Risa Switching. Vielen lieben Dank. Sind wir nicht alle Nullen? Ihr schon, ich nicht. Ist der Unterschied zwischen uns. Willkommen in den Mafia Town. Sieh, was mir fällt gerade ein. Ich würde ganz gerne in die Optionen schauen, ob man nicht unter Umständen... yes, wir können die Dialoge lauter machen. Und alles andere ein Hauch leiser. Wunderschön. Ich meine, man muss die Jungs auch verstehen können. Und das ist Mustache Girl. Mein geheimer Fetisch. Jetzt wohl nicht mehr ganz so geheim. Wo ich genauer drüber nachdenke. Aber wenn ihr einen Schnurrbart habt, meldet euch, will ich einfach nur sagen, okay? Schaut euch die ganze Gegend an. So detailreich alles. Da ist ein Fisch. Und da ist ein Safe. Apropos Safe. Seht ihr das? Die drei Zettel hier. Das bedeutet, wir können den Safe direkt öffnen. Zettel Nummer 1. Boom. Wir haben es so gut wie geschafft. Wir müssen noch zwei weitere Zettel mitnehmen. Und dann haben wir den Safe geöffnet. Dann bekommen wir die sicke Belohnung, die wir uns verdient haben. Wo ist Nummer 3? Oh, auf dem Haus. Auf dem Haus. Außerdem, Movement vom Spiel ist übrigens, wir können Doppelsprung machen und hechten und sowas. Das ist ziemlich fantastisch. Safe, öffne dich. Hey! Und zwar, wir haben ein Jan-Dingens bekommen. Ein Wollknäuel. Wenn wir noch zwei weitere finden, bekommen wir eine neue Fähigkeit. Eine sogenannte neue Mütze. Apropos neue Mütze, was sagst du dazu? It makes people scared of Mafia. Life of Mafia is good. Okay. Das Fass sah wirklich nur aus wie eine alte Frau, okay? Es war keine alte Frau. Es sah einfach nur so aus. Außerdem Vorsicht, die sind mit dem Fleisch unterwegs. Bring das bitte nicht durcheinander. Mein Hut, der hat Dreiecke. Dreiecke hat mein Hut. Napoleon soll verrecke mit seiner blechne Schnut. Hat sie seine wie dem Bett. Oh, wie lieben Dank, für den Fünfer, wie lieben Dank. Hey you! Down there! Don't think I didn't see you stalking me! Oh shit, Chat. Ich würde sagen, damit hat sich unsere
Damit hat sich unsere Begegnung mit dem weiblichen Geschlecht so wieder erledigt. Es endet wieder mal mit dem Polizeianruf. Ich weiß nicht. Oh, by the way, did you have anything to do with the junk falling from the sky? Yeah? Yikes! Looks like you've got a lot of cleaning up to do, huh? Ah, ja, die Stimme von ihr. Die Stimme. Come up here and I can show you where some of your junk landed. Die Stimme. Außerdem, von Schricke da, 12 Monate. Vielen lieben Dank für die Resubscription. Und willkommen im Club der Monkey Sads. Monkey Hand, nicht Monkey Sad. Ich weiß, wie man meine eigenen Emotes nennt, okay? Außerdem glaubt ihr, wir müssen irgendwie... Das ist das Wundervolle an der Hat in Time. Sie haben es einfach perfekt hinbekommen, dem Spieler zu zeigen, wo er hingehen muss, ohne es wirklich allzu aufdringlich zu machen. Ihr kennt das zum Beispiel von Rennspielen, wenn irgendwo angezeigt wird, dass die Straße hier nicht weitergeht. Das ist einfach eine Wand bestehend aus Pfeilen, um zu zeigen, dass man da nicht entlanglaufen kann. Hier dagegen, in dem Spiel, sie haben sowas nicht nötig. Es ist einfach direkt natürlich in der Umgebung eingebaut. Es ergibt sich einfach alles aus dem Kontext, wo man hin möchte. Johnny, willkommen. Wie geht's dir, Johnny? Wie stehst du zu Head in Time? Follow me, Rebel Squad. Willst du Head in Time, Johnny, haben? Johnny, ich habe einen Key aktuell wegen dem Humble Manfleet Mantel tatsächlich. Wenn wir schon dabei sind. Wo willst du hin? Wir müssen übrigens der Lady folgen. Und wir können uns hier auch schon sehr viel umschauen. Wisst ihr was? Wir können ein bisschen was mitnehmen. Das Spiel zeigt sich dadurch aus, dass alles voll mit Secret ist. Ich zeige jetzt mal was. Die schnellste Kletteranimation aller Zeiten. Die schnellste... Yeah. Ich liebe dieses Geräusch, wenn Head Kitty Leiter hochklettert. Halb das Game doch. Ah ja, stimmt, ich erinnere mich. Pass auf, ich liebe das Geräusch, wenn Head Kitty Leiter hochklettert. Achtet mal darauf, okay? Es ist wie ein Hamster. Oder es ist, wenn, ich habe keine Ahnung, wenn ihr nach Hause kommt, eure Katze hört euch und denkt sich, oh shit, ich bin eine Katze, ich bin echt hungrig. Und dann kommt sie die Treppe runtergerannt, dann ist auch so ein... Oder wenn Homer irgendwann entlang geht, während er gerade im anderen Raum ist. Einfach... Das ist fantastisch. So, warte, wie kommen wir da unten am besten ran? Komm schon. Yes! Ne, nimm das Wolkchen mal mit. Die brauchen wir, um neue Hüte und sowas freizuschalten. Wir haben einen neuen Hut! Der Sprinthut! Er ist, mit dem können wir sprinten. Das heißt, wir sind super schnell unterwegs ab dem Punkt. Uns kann niemand mehr aufhalten. So, hier hinten leuchtet noch was. Übrigens, Dinge, die man mitnehmen kann, sie leuchten immer sehr unauffällig. Ich glaube, der Trick, um da am besten ranzukommen, war, wir rennen rüber und dann... Wow, sliden wir einfach rein. Gib mir das Wollknäuel. Was ist euer Lieblingswollknäuel, Chat? Meinst du, ist das, was ich gerade eingesammelt habe? Kannst du das Scooter-Badge kaufen? Selbstverständlich. Was wäre das für eine Head-in-Time-Playthrough, wenn wir nicht die Scooter-Badges holen? Es wird ein Hyper-Hyper-Erlebnis, könnte man fast sagen. Hallo, Master Girl. I think one of your junk pieces fell and smashed right into the market's fountain. Messed it up real good. Würdest du bitte aufhören, es Junk Piece zu nennen? Just avoid making eye contact with the Mafia and you'll be fine. Good luck, fellow rebel. See ya. Wir werden sowas von Augenkontakt mit der Mafia machen. Moving. Das sehe ich. Das ist ein Umzugskarton, falls ihr euch wundert. Johnny Walker, Jägermeister, Amaretto, Kellergeister, Scharlachberg und Doppelkorn. Das Ganze jetzt nochmal von vorn. Ah, oh, das war ein guter Sonntagnachmittag. Der Verdauungsschnaps hat geholfen. Wie lieben Dank, Hans. Anonymer Alfred meine ich natürlich. Außerdem, in Court we trust. Was bedeutet das? Warum hat sie einen Schnurrbart? Okay. Ich weiß nicht genau. Warum du der Meinung bist, dass das die Sache ist, die du hervorheben solltest, Call of Duty, gut genug. Ich weiß nicht ganz, wofür das steht. Aber wisst ihr, worauf wir alle stehen? Wir stehen darauf, ein bisschen dem Boy ein High Five zu geben. Seht ihr das? Da, die Hand. High Five, kleines Mädchen. High Five. Okay, weißt du was? Wenn du es so willst, dann machen wir das.
Er boxt dir richtig ins Gesicht. Er macht keine halben Sachen. Oh, das ist fantastisch. Deswegen sollten wir uns von denen fernhalten. Außerdem, hier gibt es eine Menge Fisch, falls ihr euch wundert. Schau euch den Fisch an. Gott, ich liebe das Spiel so sehr. Oh, das Feuerwerk überall. Juice, Bar. Hast du was zu sagen? Nein, leider nicht. Wie auch immer, gehen wir darüber. Wir müssen die Timepieces finden. Hey! Oh? Küsse Cook, ich würde eher den Cock küssen. Mafia, weg. Wir haben übrigens jetzt eine Waffe, den Regenschirm. Immer den Mode, den Follow-Only-Mode, weil jemand nicht gehen möchte. Kannst du machen. Kannst du machen, Lost. Außerdem, du genießt das Ambiente hier gerade. Wir entfernen uns. Alles ist normal. Seht ihr das? Alles normal. Wir sind in der normalen Stadt. Allerdings, wenn wir uns, dem Timepiece weiter nähern, schau ich das an. Ich liebe den ganzen Effekt davon. Alles drumherum wird unfassbar blurry und die ruhige Musik. Man fühlt sich, als wäre man etwas ganz Besonderes auf der Spur. Das ist ein Zeichen, Chat. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir anfangen sollten, unsere Hand zu berühren. Ich glaube, wir sind bereit für die nächste Ebene. Wir nehmen das Timepiece auf jeden Fall mit, würde ich damit sagen. Und wir sind gerade auf der besten Spur, den langsamsten Ahead-in-Time-Playthrough aller Zeit an den Tag zu legen. Oh, Schätz hat Ladebildschirm inzwischen bekommen, beziehungsweise Ladebalken, habt ihr ihn gesehen? Bisschen rummachen, gerne, Michi. Boop! OSP Restore the Main Hall. Okay, wir können jetzt nach Mafia Town. Als reguläre Welt. Zusätzlich können wir uns hier generell noch ein bisschen umschauen. Allerdings gibt es hier nichts zu erledigen, außer es gibt eine Kleinigkeit, die wir machen können. Verrate niemand davon. Gott, diese fucking super langsame Laufanimation. Wie sie sich in die Kurven lehnt. Oh, ist fantastisch. Auf jeden Fall. Fick dich. Dann kommt er immer hin und wieder, bekommt man ein bisschen Geld raus. Weiß nicht, wovon es abhängt, wie viel man da rausbekommen kann. Wir legen auf jeden Fall keinen Wert auf Staubsauger, okay? Außer im Schlafzimmer. Und seht ihr eine kleine Umgebung hier von Mafia Town? Wir sind da in der Küche der Mafia. Es ist, okay, schauen wir uns die ganze Situation mal an. Ich kann die Kamera leider nur... Oh, Toast ist fertig. Ich kann die Kamera leider nur bedingt bewegen. Allerdings haben wir hier ein Spülbecken, in dem sich zwei Küchenrollen befinden. Ich bin der Letzte, der darüber urteilen sollte, was Leute mit ihrer Küche machen. Aber ich habe doch meine Zweifel, dass das ordentlich sinnvoll ist. Na gut, dann wer seid ihr jetzt animiert, das heute nochmal zu spielen? Ich hatte Lust auf Ahead in Time. Ich hatte einfach Lust, Ahead in Time mal wieder zu spielen. Das ist sowieso ein relativ kurzes Spiel. Ich habe es jetzt vor einem Jahr gespielt. Aus der Mikrowelle? Aus der Mikrowelle. Man benutzt sie, um Essen zu bestrafen, das unartig war. Das sehe ich. Kühlschrank. Tentakelkuchen. Wassermelone mit Strohhalm. Fleischkeule, von der abgebissen wurde. Milch und es glitzert alles. Oh, und ein Fischsteak. Es ist einfach alles vertreten. Auf jeden Fall, gehen wir in die Welt. Mach die zweite Mission. Mach mal sauber. Mach du doch mal sauber. Oh shit, wir haben die Wahl zwischen zwei Missionen. Wir könnten direkt, indem wir schon fünf von diesen... Ich habe immer noch den Namen vergessen. Von der Währung. Pawns waren das. Von den grünen Pawns zahlen. Können wir direkt so in den Akt 3 gehen. Ich würde aber sagen, wir gehen in die schwächste Mission des gesamten Spiels, würde ich einfach mal behaupten. Die schwächste Mission, die das gesamte Spiel auf Lager hat. Das heißt, wenn wir diese Mission hinter uns haben, es geht nur noch bergauf. Es wird nur noch besser. Haben die Akt 2 und 3 vertauscht? Nein. Das war immer Akt 2, Clay. Und ich hab das in der Pre-Release-Phase gespielt. Das war immer Akt 2. Man hat nur direkt immer, weil man sich dachte, oh, das kostet was, das ist bestimmt was Besonderes, hat man die Mission nur immer zuerst gemacht, die andere. Oh shit, und böse Mafia.
Sort of. Okay, das geht mir zu weit. Ich kann übrigens auch Walljumpen. Oh, shit. Ist hier was, wenn wir schon mal gerade hier sind? Können wir den blauen Safe öffnen, habe ich gerade gesehen. Dann machen wir das direkt. Wir haben den ersten dieser Zettel gefunden. Wo sind die anderen? Wo würde ich mich verstecken, wenn ich ein Zettel wäre? Oh, Moment. Falscher Alarm. Da oben war einer. Wir müssen erstmal das... Nein! Böser Vogel. Wir nehmen erstmal das mit. Claire erzählt Lügen. Das habe ich auch so verstanden. Spicy Buns. Habt ihr auch Spicy Buns, Chat? Halte ich für unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Oh Gott, ich muss irgendwann aufhören, meine eigenen Unsicherheiten auf den Chat zu übertragen. Aber heute ist nicht der Tag dafür. So, wo haben wir noch blaue Zettel? Da drüben. Seht ihr den Robotermann da drüben? Lass mich mit dir mal reden. Robotermann? Hi there, young one. I am from a far away land. I've seen every corner of the earth. And now I sell tiny pieces of my discoveries. Walljumps, Hecht, Movement erinnert mich an Mario Odyssey. Ich sehe den Punkt eigentlich generell, aber Head in Time kam tatsächlich den Monat vor Odyssey raus. You may call me the badge seller, for I sell and trade badges. I can provide you with strong abilities and upgrades to your hat. If you have money, of course. Ich hab Money, of course. Okay, wir können den wichtigsten Orden im gesamten Spiel kaufen. Die Orden sind im Großen und Ganzen... Wir bekommen kleine passive Boni und sowas. Das sind wie die Orden aus Paper Mario. Das Paper Mario Konzept, okay, habe ich gerade beschlossen. Und wir wollen auf jeden Fall sowas von den Magneten mitnehmen. Es ist die wichtigste Scheiße im gesamten Spiel. So, wir haben es direkt ausgerüstet. Das ist ja, was wir jetzt mitgenommen haben, der Magnet. Ihr könnt euch denken, was der bringt. Ich werde es euch trotzdem erklären, falls ihr schwer vom Begriff seid. Also werde ich es euch erklären. wir können damit ein bisschen Geld ein bisschen besser anziehen, ohne dass wir oben in der Nähe sein müssen. Seht ihr? Wow, Wahnsinn. Es erleichtert mein Leben. Es ist nichts mehr wie zuvor. Es ist, als wäre ich eine andere Person. So, hier haben wir noch einen blauen Zettel. Das Problem ist jetzt nur, ich weiß nicht... Nein! Nein! Oh, ich habe es verkackt. Wo sind die anderen blauen Zettel? Außerdem, hier gibt es übrigens wirklich großes Fleisch, das sehr, sehr shiny ist. Ich meine, ich weiß nicht. Generell, ich denke, ich würde es essen, ist dieses Cartoon-Fleisch, aber warum glänzt es so sehr? Irgendwas stimmt da nicht. Und eine Honigglasur, ich weiß es nicht. So üblich sind Honigglasuren bei uns in Deutschland nicht. Keine Ahnung von der Scheiße. Lass mich in Ruhe. Nein! Ich bin schon wieder runtergefallen. Honigmarinade. Ich wusste, dass das jemand sagt! Ich wusste, dass es jemand sagt. Nein! Nein! Okay, okay, wir bekommen es hin. Wealth. Big Wealth Engineers. Ihr seht schon, wenn ihr bessere Wasserhähne hättet, dann wäre das alles nicht passiert. Ich mag den Laden, ehrlich gesagt. Er ist einfach vollkommen voll mit Wasser. Okay, please. Ich muss mich erst wieder einspielen, okay? Weil es wirklich, wirklich fertig ist. Redest du gerade von mir? Yes, Nummer 2. Da vorne ist Nummer 3. Und ich glaube, Nummer 3 sollte auch das letzte sein, soweit. Oh, übrigens wollt ihr jetzt dicke Angriffsmove sehen. Wenn man in der Luft ist, so ein X drückt, kann man einfach auf den Gegner direkt zufliegen. Es ist ziemlich Overkill für die kleinen Vögel. Aber das macht es so wundervoll. Muggige rutschen. Ich weiß nicht, wo man rutschen gehen kann. Leider. Meine Eltern haben gesagt, ich darf nicht auf die Rutsche. Oh Gott, ich habe gerade Mafia verprügelt. Oh nein, das wollte ich nicht. Oh oh, okay. Niemand hat was gesehen, okay? Ich habe keinen Mafia-Mann gerade frontal gegen die Wand geschlagen und eventuell umgebracht. Wir sind jetzt übrigens gerade an einem interessanten Ort. In der Mitte von hier ist ein Turm, der Wasser nach oben saugt. Das heißt, die Strömung geht den Berg nach oben. Und wir können hier hochschwimmen, theoretisch. Und ich ertrinke gerade aus irgendwelchen Gründen. Warum ertrinke ich? Oh, oh, warum ertrinke ich? Das sollte nicht so sein. Warum ertrinke ich? Okay, wir leben. Ich glaube, wir haben es überlebt. Warte, wo ist mein Missionsziel? Das ist doch ein kleiner Bonus. Seht ihr das? Das ist Super Monkey Ball. Würde ich sagen, wenn ich es jemals gespielt hätte, was ich nicht habe. Aber ansonsten. Dann müssen wir ein paar Pons in einer gewissen Reihenfolge einsammeln. Und innerhalb von einer gewissen Zeit bekommen wir eine sicke Belohnung. In dem Fall ist eine Treppe entstanden. Das ist keine Leiter. Oh, der Käsemann ist da. Der Käsemann?
Dann haben wir hier den Obstmann. Er verkauft natürlich nur die länglichsten aller Früchte. Die Banane. Mafia Number One, Crystal Kirk. Okay, ich sehe schon. Merchandise für die Mafia. Und natürlich hier der Fischmann. Mafia say, keep eye out for tunnel. Maybe something interesting appear later. Ha! Mafia just kidding. Nothing interesting ever happened here. Reden wir gerade von Mafia Town oder meinem Leben, Herr Mafiamann? Von wovon reden wir gerade? Ich weiß, dass wir schon mal dabei sind. Kiste Cox sieht Automod nicht gerne. Wenn wir schon dabei sind, können wir auch die grünen Teile noch einsammeln. Ich meine, wenn wir gerade dabei sind. Wir haben die gute Zeit beim Erkunden. Schon länger her, was dein Lieblingsgemüse? Mein Lieblingsgemüse ist ja die kleine, gemeine Banane. Oh shit, wir können die nächste Mütze machen. Tschüss! Wir haben den Brewing Hat, damit können wir den besten Shit aller Zeiten brauen. Passt mal auf, wollt ihr mal einen starken Drink sehen? Moment. Hallo, Moggy. Ich liebe dich, du bist der Einzige für mich, die anderen finde ich alle doof, deswegen mache ich dir den Hof. Oh shit, Feder, das kommt sehr plötzlich. Ich sage ja, ich sage ja. So eine Gelegenheit bekommt man nur ein oder zwei Mal pro Tag. Über dem Dank für den Fünfer. Und jetzt können wir den guten Shit brauen. Und damit können wir den guten Shit wegsprengen. Seht ihr das? Oh mein Gott, da war ein Wollknäuel. Oh mein Gott, ich bin so fucking gut in dem Spiel. Ich bin so unfassbar gut. So, warte, ich würde jetzt noch gerne den grünen Safe öffnen, ehrlich gesagt, wenn wir schon dabei sind. Zitiert Feder, Männer sind Schweine. Was? Nein. Das glaube ich nicht. Trink das mal und geh dann aufs Trampolin. Moment, was hast du gerade vor? Ich bin mir sicher, man kann gar nicht aufs Trampolin. Zum einen und zum anderen. Warum soll ich das trinken? Oh mein Gott, eine Schatztruhe. Oh, wisst ihr, was dieses Relic hier gerade ist? Wisst ihr, was das ist? Das ist die untere Hälfte von dem Burger. Das ist die untere Hälfte von dem Burger. Wir haben nur den besten Shit hier gerade. Ich habe keine Ahnung, wo die grünen Zettel sind, ehrlich gesagt. Müssen die hier nicht irgendwo sein? Rutschen. Oh mein Gott, wir können zur Rutsche. Da ist die Rutsche. Warte, bevor wir zur Rutsche gehen. Ich habe keine Ahnung, wo die grünen Zettel... Lassen wir die grünen Zettel mal grüne Zettel sein. Bevor wir da rüber gehen. Nimm das Wollknäuel mit. Was ist da drin eigentlich alles? Ich bin mir sicher, es sind irgendwelche Lost und Found. Es sind bestimmt irgendwelche lustigen Easter Eggs, die ich nicht verstehe. Oh, nein. Okay, alles gut. Jetzt können wir rutschen gehen. So. Hui, ich sehe fast was. Du bist so anders. Ganz speziell, ich merke sowas immer schnell. Jetzt zieh dich aus und leg dich hin, weil ich so verliebt in dich bin. Okay, pass auf. Voll eine Sache. Moment. Es ist sowieso, mir ist sowieso gerade warm. Ich mach das nur, weil mir gerade sehr warm ist, okay? Ich meine, warum nicht? Vielen Dank. Und jetzt, pass auf, wir gehen in die Kanone. Oh mein Gott, man kann so viel machen in dieser Welt. Und? Durch die geschlossene Tür, durch die Fontäne in der Mitte. Und wir sind hier, die Türen sind immer noch geschlossen. Oh, und das ist unser Missionsziel. Was für ein Zufall. Alles geplant. Und da hinten, wir nennen ihn Alkoholiker-Onkel. Er hat heute einen sehr durstigen Tag erlebt. Child, shoo! Mafia can't have child witness when Mafia teaching lesson. Huh? It's awkward for Mafia. Mafia not sure what to do. Gesichter sehen teilweise seltsam aus dem Spiel zugegeben. Boss, what do we do with eyewitness? Teach her lesson, boys! Uh-oh. Awesome! Von Asato X, letzte Monate. Vielen Dank für die Resubscription. Okay, jetzt müssen wir mit Papa Mafia reden. Wir müssen ihn im Kampf besiegen. Wir müssen uns zur Wehr. Ich habe so viel Schaden genommen. Das ist tatsächlich keine gute Sache. Komm her. Versuch mich hier down zu take, wenn du es drauf hast. Ich glaube, dir fehlt ja Schneid dafür. So, die Sache, wenn Gegner rot leuchtet, muss man von der Luft aus angreifen, damit man wieder angreifen kann. Das ist, Das ist wahrscheinlich die Methode, um das Kampfsystem nicht ganz so einfach zu machen, aber ich weiß nicht. Er ist überzeugt, bin ich zu 100%. Mafia won't bow to little girl.
Unser erster Bosskampf. Wie gesagt, die schlechteste Mission im Spiel. Stand still. Heads up, little punk. Oh. Ich wollte zu cool sein und wurde erwischt. See if girl can handle this barrel. Ja, werden wir mal sehen. Do not think about avoiding barrels. Was für ein aufregender Bosskampf. Ich wünschte, davon würde es noch mehr geben. Ich springe nicht mal. Oh, das ist ein Jump and Run. Wenn die Spieler in einem Jump and Run nicht springen, habt ihr was falsch gemacht. Oh shit, Mafia-Style. Auf ein Ghost. Resubscription. Vielen Dank. Oh oh. Jetzt macht er das mit uns, was er mit alten Ladies macht. Auf den Mund küssen. Und? Ah, keine Angst, Chat. Ich habe das Gefühl, wenn wir diese Mission beendet haben, bekommen wir das, was wir uns alle wünschen. Freunde. Ich hoffe, ihr seid bereit für die süßen, süßen Vorteile der Freundschaft. Wir sind kurz davor, sie zu erfahren. Nachdem wir ihn getötet haben, natürlich. Hey, da ist unser Timepiece. Wie gesagt, schlechteste Mission im Spiel. Was sagst du eigentlich zu sagen? Oh, er tanzt einfach nur. Er lässt sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Seht euch die Beinarbeit an. Der Mann weiß, was er macht. Der macht das nicht zum ersten Mal. Er lebt für den Tanz. Wie auch immer, gehen wir das Timepiece mitnehmen. Und schon unverschwende ich noch mehr Zeit. Ich bin hier, um Manhattan Time eine Chance zu geben. Das ist ein fantastisches Spiel. Psst, can you believe them? What a bunch of losers. Yeah. Hey, you're all right, new kid. Do you have a name? No? You shy? That's cool. You're a less talk, more fighting kind of girl, I take it. That thing you grabbed there. Are you collecting them? Because I know where there's more of them. Erzähl mir mehr. They've been raining from the sky ever since you arrived. I've seen the goons bring them to their headquarters way up there. Das ist übrigens tatsächlich Gottes Palast aus Dragon Ball. We should go up there and get your junk. It'll be fun. I'll take any opportunity that involves messing up the mafia. Ich wünschte, jemand würde meinen Junk in die Hand nehmen. You with me, buddy? Oh shit! Das Fredometer ist bei 50%! Schlechtste Mission ist wahrscheinlich trotzdem kein Vergleich zur Besten aus Yooka-Laylee, das kann sein. Außerdem, Intruder Alert, wir haben Eindringling. Okay, folgende Sache, ich werde euch jetzt eine Sache zeigen. Ich entschuldige mich jetzt dafür. Ich werde es anmerken müssen. Ich bin auch psyched! Und ja, ich finde ihre Stimme auch unfassbar anstrengend. Und von True Boredom. Autsch, was sagt das über meinen Stream aus? Resubscription. Wollt ihr meinen schon 6 Monate, kriege ich jetzt einen Kuss? Selbstverständlich. Du kannst ihn ja morgen mit der Post abholen. Vielen lieben Dank. Let's go over the plan. All assaults need a good plan. Or it'll be a flop. Ja, okay, pass auf. Ah, ich muss euch eine Sache zeigen. Ich entschuldige mich jetzt schon dafür, dass ich das anmerke. Aber es muss getan werden. Das ist leider daneben. Shit. Warte. Lass mich mal. Sollte man es da nicht ungefähr sehen? Schau mal her, Lady. Ihre Nase sieht aus wie ein Nippel. Ihre Nase sieht aus, als hätte sie einen gewaltigen Nippel im Gesicht. Wir müssen einfach mal darauf achten. Es ist sehr irritierend. Okay, wir erwürgen sie. Okay. We smash them together into mush and put their remains in a jar. Das wäre zu barbarisch. Then we sell the jar for pocket money. That'll be the ultimate salt in the wound. But first we have to make it through their mafia HQ.
Once we find and dethrone the Mafia boss, the rest will follow. Then our Mershon jar party will be no problem. We've got to get you geared up. Your hat is basic. And we don't do basic in this gang. Yeah. Yarn can be found around Mafia Town and used to stitch new hats if you're crafty. I've collected one for you. Oh, shit! Ein weiteres Yarn. Fantastisch. You need more yarn for some hats than others. I guess being creative isn't free. So keep an eye out for yarn. Okay. Now you're a killing machine. Let's go get them. Okay. Das war soweit storytechnisch das meiste, was wir jemals bekommen werden. Ich hoffe, ihr seid vorbereitet. Ab jetzt werden wir mehr das Spiel spielen müssen. Ich weiß, es tut mir auch ein bisschen leid. Außerdem gratis Bargeld. Sehr schön. Also genau, ich wollte gerade sagen, ich wollte doch irgendwas anmerken. Wir haben von Mars, das ist mein Nickname. Resubscription. Denke mal dran, es ist keine Vergewaltigung, wenn sie nicht Nein sagen kann. Ah. Wo kam das auf einmal her? Außerdem, wie vielen Dank für die Resubscription. Gehen wir zur nächsten Mission. Ihr habt den Plan gehört. Wir haben einiges vor uns. Wir müssen die Basis der Mafia infiltrieren. She came from outer space. Okay, ich hoffe, ihr seid bereit. Ich wollte gerade noch irgendwas anderes anmerken. Oh Gott! Ich hab's vergessen. Übrigens die Title Cards von At in Time. Die sind so fantastisch! Das regnet! Ich weiß nicht, wie gut der Regen aussehen wird im Stream, aber es sieht so fucking gut aus. Schau, wie shiny er ist. Little girl see thing over there? Mafia wonder if there is way to get. But Mafia no time to search for entrance if Mafia need to stare. Seh schon, wir haben keine Zeit dafür. Und jetzt müssen wir lediglich unser Missionsziel hier aufsuchen. Es hat wirklich eine unfassbar gute Atmosphäre hier im Regen. So wunderschön. Außerdem, da ist Scheiße am Boden. Mach natürlich keine Gedanken. Wir werden nicht drüber laufen und stolpern oder so. Wie es aussieht, sind wir in Scheiße gefallen. Wie es aussieht, wurden wir zu einem diabolischen Monster. Oh, die Mütze hat sogar... Hat die Mütze böse Augen... Die Mütze hat böse Augen bekommen. Oh mein Gott, hatte die Mütze immer die Augen? Oh Gott, was ist passiert? Mafia, ich muss mit euch reden. Little girl want to ride boat? Hop on! Both ride very safe. Ja, immer gehen wir ins Wasser, um uns davon wieder zu befreien. Auf jeden Fall, Mafia hat Angst vor Monstern. Ich kann sie an der Stelle nicht verübeln. Ich meine, seid ihr jemand einem Monster begegnet? Das ist scheiß beängstigend. Außerdem, diese Boote haben aus irgendwelchen Gründen die gleiche Problematik wie das Boot aus Wind Waker. Und zwar die Problematik, dass einfach das Wasser durch den Boden klippt. Ich hasse es. Warum passiert das? Das ist nicht cool. Warum sollte man das machen? Es ist entsetzlich. Ist das Boot ein anderes Wort für... Nein, ist es nicht. Es ist nur ein Boot. Hör auf, sowas zu sagen. Hör auf, sowas zu denken. Genießt lieber stattdessen mit mir... Oh Gott. Den romantischen Spaziergang hier in der Gegend. Hallo, Herr Tourist. That darn seagull over there took my camera. The darn seagull! I would have gone and done a belly dive over there. No, but this belly's too precious for sliding on. Okay, dann würde ich sagen, ihr wisst, was wir zu tun haben. Wir müssen einen kleinen Belly Slide an den Tag legen, welche wir auch in der Luft machen können, um so die unglaublich viel Distanz zurückzulegen. Oh shit, da ist wirklich eine Kamera. Ich spiele tatsächlich nur mit der Unreal 3 Engine entwickelt. Fun Fact. Das ist ein lustiger Fun Fact. Ich stehe jetzt nicht sogar am Anfang dran, wenn man das Spiel startet. Wie bei allen anderen Spielen auch. Nein! Warum fahre ich die ganze Zeit in den Matsch? Ich muss aufhören damit. Ich habe deine Kamera, Alter. Got my camera? Wow, thanks, kid. But I've actually got a ton of cameras in reserve. I don't need it. I was just looking for an excuse to yell at seagulls. You can keep it. Oh cool, wir haben eine Kamera. Ich glaube, in der kann man irgendwie Screenshots oder so machen, was ich nie gemacht habe. Außerdem, da ist, warum zum Fick ist dann... Warum ist ein fliegender, schlafender Waschbär, der mit der Schmoddernase aus seiner Nase kommt, fliegt und ein Kissen bei sich hat und die Schlafmütze trägt und ein Pyjama und... Warum ist er hier? Stirb.
Oh mein Gott. Fall runter. Und er ist nicht begeistert davon. Er weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Bringen wir ihn um. Erlösen wir ihn von seinem Leid. Wenn man nicht schlafen kann, sollte man das Ganze an der Stelle auch einfach zu Ende bringen. Tanuki-Tingel. Meinst du, es ist Tanuki? Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, es war einfach nur ein Waschbär. Oder haben Tanukis aus einer mythologischen Sicht irgendwas mit Herumfliegen zu tun? Bin damit nicht... Würde Sinn ergeben, glaube ich, tatsächlich, oder? Der aus Mario kann auch fliegen. Haben Tanukis was mit der Herumfliegen zu tun? Ich meine, seine Genitalien, die sieht man nicht. Die sind bedeckt von dem Kissen. Wie groß sind deine... Nein, seine Genitalien sind nicht sonderlich groß. Dementsprechend würde ich sagen, er ist nicht zwangsweise aus der Hinsicht der ein Tanuki. Oh, Ballons. Bin unter Umständen an den Ballons vorbeigesprungen. Können wir darüber reden, dass mir das ziemlich cool zu sein scheint. Stell dich mal vor, ihr habt eine Wohnung. Ich weiß, stellt es euch vor. Und euer Fenster ist am Meer. Und ihr blickt nach draußen und ihr seht nur das ganze Wasser vor euch. Ich habe das Gefühl, das wäre ziemlich cool tatsächlich. Ja, sie konnten ihre Hoden mit Luft aufpumpen und fliegen nach der Mythologie. Oh, okay. Es sind Tanukis. Oh mein Gott. Ist das Mr. Krabs? Ein Eimer mit Krabben! Kann ich damit auch was machen? Hör auf damit, Tanuki-Männer. Kann ich mit dem Eimer auch irgendwas machen? Ich glaube nicht, oder? Geh weg, Eimer. Bist ja nicht willkommen. Hoden mit Luft aufpumpen. Tatsächlich ist das ja eine Möglichkeit, wie man, was man bei Erektionsstörungen machen kann. Nee, es wäre nicht zwangsweise die Hoden mit Luft aufgepumpt, aber was anderes, versteht ihr? Da hat man dann irgendwie so einen Knopf da unten, den man drücken kann. Ich dachte mir, das solltet ihr wissen. Ich glaube zumindest, dass das so funktioniert. Tatsächlich bin ich nicht zu sehr im Detail damit vertraut. Zwinker. lass ich mal meinen Hut wechseln. Moment, wir haben Brewing Head noch ausgerüstet. Nehmen wir den Sprint Head als nächstes. Wow. Damit kann man nämlich einen sicken Extrasprung machen. Beziehungsweise einen extra weiten Sprung, was ziemlich cool ist. Ach ja, übrigens, die erste Mütze, die wir haben, wir bekamen, den Kid-Set, die Standmütze, würde uns bringen, dass direkt unser Missionsziel angezeigt wird. Das heißt, das ist eine ganz nette Sache, aber üblicherweise werden wir davon nie Gebrauch machen. Wieso weiß Morgi das? Ah, ja, ich habe mich aufgeschnappt im Internet. Weißt du schon mal im Internet? Es geht viel um Erektionsstörungen. Nein, ernsthaft, geht es wirklich. Wollknoll. Shit! Da wollte ich das andere Relic haben. Wenn uns als nächstes weiß macht, dass Viagra immer blau ist. Ist es das? Da bin ich mir nämlich nicht zu 100% sicher. So, außerdem, da drüben ist unser Ziel. Da drüben ist der Boy. Und ein schlafender Tanuki. Und wenn wir schon dabei sind, nehmen wir das Wollknoll noch mit. Sieht wirklich nicht schlecht aus. Add in Time ist so ein gutes Spiel, Unwitz. Also so ein gutes Spiel. Ich kann dir einen Key geben, wenn du willst. Oh mein Gott. Headkid rennt wirklich schnell die Treppe nach oben. Ich wünschte, ich könnte so schnell die Treppe hochlaufen. Das würde meine Einkäufe erleichtern. Und jetzt sind wir in den Matsch gefallen. Das bedeutet, da drüben ist der Mann, der unsere Timepiece hat. Tret ihm entgegen. It's slimy space alien. Mafia is a spaceship. Mafia knew all along. Mafia is being invaded by aliens. Großer Gott. Er hat wirklich Angst. Okay, ich würde sagen, wir jagen ihn einfach weiter, bis er sein Timepiece rausrückt. Bleib stehen. Ich habe nicht vor, dir weh zu tun. Oh mein Gott, er klettert wie ein Äffchen. Oh, ich liebe diese Stelle. Er kann so hoch springen. Warte auf mich, mein Freund. Sein Pech ist nur, dass ich wirklich, dass ich Pro in dem Spiel bin. Das heißt, er kann mir gar nicht entkommen. Ich kletter hier hoch und springe da entlang. Und jetzt wird die Sache gefährlich. Ab jetzt, wenn wir runterfallen, haben wir nämlich ein großes Problem. Wir sind ja nicht runtergefallen. Huff, huff. Außerdem, von der RLP. Resubscription. Wie vielen Dank, wie vielen Dank. Leave Mafia alone, you monster! Er ist wirklich verängstigt. Er ist wirklich, wirklich verängstigt. Nehmen wir die Scheiße mit. Außerdem,
von DK571. Subscription. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Die Angst eines jeden. Diabolische Monster. Er hat eine posttraumatische Belastungsstörung. Danke, Moki. Ich meine, ich bin nicht schuld daran. Er ist schuld. Er hätte nicht zur Mafia gehen sollen. Nein, die Angst eines jeden Mafia-Boss. Oh, bei mir im Clip steht nur die Angst eines jeden ... Oh mein Gott, nächste Mission. Down with the Mafia. Ich würde sagen, wir bringen die Mafia down. Und seht ihr die Artworks vor jeder Mission? Es sind so wundervolle Artworks. Das ist fantastisch. Apropos Artworks. Wir müssen nach oben. Go away. Das gleiche sagt meine Twitter-Beschreibung auch. Ich weiß, wie sie sich fühlen. Auf jeden Fall. Ich habe übrigens eine Sache, die wir... Nein, wisst ihr was? Nein, 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 nein. Ich wollte gerade was anmerken, das werde ich später euch erklären und zeigen. Beim Spiel hätte ich gerne eine Headcam erwartet. Enttäuschend. Ich habe keinen Hut. Oh, das ist das Problem. Das ist wirklich enttäuschend. You took your time. Help me out here. Get these brutes off my case and we can go inside. Okay, wir müssen die... Hört auf, Master Skull mit Bomben zu bewerfen. So, bevor wir das machen, gibt es ja noch ein kleines Secret mitzunehmen. Also entschuldige mich, Master Skull muss ein bisschen warten. Seine Twitter-Beschreibung sagt das ja wirklich, ja? Sie sagt irgendwie, ich mache Video über Videospiele, jetzt geh wieder. Hey, Rift Token. Damit können wir ein bisschen riften gehen. Ich habe Hat in Time vor kurzem gekauft. Sprüht vor Scham. Du hast noch nicht gespielt? Ich würde es sehr empfehlen. Das ist so ein schönes Spiel. Jungs, lass bitte die Lady in Ruhe. Und jetzt werden wir das anspruchsvollste aller Rätsel lösen. Es heißt, auf zwei Schalter gleichzeitig drücken. Wir haben es geschafft. Ich werde es mir kaufen, ich bin zu geizig. Wie gesagt, gibt es aktuell im Humble Bundle. Das heißt, da bekommt man es aktuell relativ günstig. Weil da kommen auch andere Spiele dazu. Keine Ahnung, was die anderen sind. Das ist unser Timepiece. Unangenehm. Au. Hört auf, mich mit Dosen zu bewerfen. So geht die Mafia also mit Eindringlingen um. Oh Gott. Was können wir kaufen? You can only hear wake mumbling. Oh, das ist fantastisch. Wir wollen tatsächlich das hier mitnehmen. Damit können wir einen weiteren Orden ausrüsten. Der mir das Humble Bundle Bundle gehört und weh, es lohnt sich nicht. Morgen, dann kann ich hier auf die Tastatur. Über meinen Link? Ich hoffe doch, dann bekomme ich einen Zehner. Das lohnt sich tatsächlich, man bekommt dafür. Das ist ein fürchterlicher Orden. Ich kaufe mir den nicht. Das lohnt sich tatsächlich. Weiß nicht, sind immer wieder gute Spiele dabei. Auf jeden Fall. Können wir hier eigentlich an einem von den einarmigen Banditen spielen? Oh, Moment, kann man wirklich. Local Currency. Aha, okay. Wir können daran nicht spielen. Es nimmt nur die Währung der Gegend. Ich sehe schon. Es ist uns nicht vergönnt. Wie ein Pokémon. Da konnte man das auch mal machen. Und dann wurde es verboten. Hey, das ist der Schlüssel. Nehmen wir ihn mit. Der Schlüssel. Außerdem die Geschlechter von Mafia. Sind Mafia. Also Mafia. Das heißt, es gibt der Mafia. Und Mafia mit Schleife im Haar. Es gibt einfach in Cod We Trust. Ist Cod ein Aal? Auf jeden Fall haben wir ein bisschen was über die Lore des Ganzen erfahren. Ich wünschte, bei uns gäbe es auch nur das Geschlecht Mafia. Das würde einiges erleichtern, versteht ihr? Es ist, als würde Mafia vom Uranus kommen und Mafia vom Mond. Das ist einfach komplett anders. What's troubling you, little girl? Mafia not know what child dream.
Whatever problem is, Mafia sure you can deal with it. You look like tenacious type, not leave problem alone. Other little girl run into kitchen, if you are looking for her. She look like unruly type. Keep eye on her. Okay. Mafia sagt, der Mastisch Girl ist sehr unehrlich. Wir werden sie im Auge behalten. Ich identifiziere mich als Mafia mit Schleifchen. Die sind auch besser, ehrlich gesagt. Die sind auch besser, ehrlich gesagt. Ah, und willkommen in der Küche. Dieses Mal, jetzt kommen wir der Sache näher. Jetzt haben wir realistische Standards, an die wir uns halten können. Dosen, Reste an den Wänden, Spüle voll mit nicht identifizierbarer Flüssigkeit und weiteren. Oh, das ist gar keine Küchenrolle gewesen. Oh, das im Spülbecken. In der Overworld. Du bist keine Waschmaschine, Headkit, geh da raus. Das waren gar keine Küchenrollen, das sind einfach Teller, bei denen Muscheln oder sowas an den Seiten kleben. Jetzt ergibt auf einmal alles Sinn. Außerdem von Black Towers. Resubscription. Doch immer eine gute Unterhaltung. Auch wenn ich kaum da war. Das ist okay. Du sollst nur in Zukunft öfter auftauchen. Mir ist aufgefallen, dass du gefehlt hast. Das hat sehr wehgetan. Vielen lieben Dank mit Resubscription. Was haben wir sonst noch alles? Eine Zigarre, eine Mikrowelle. Sieht gut aus, was du halt kochst. Lass dir nichts einreden. Es ist wirklich eine gruselige Küche, okay? Oh, da sind... Oh Gott, da sind Kakerlaken am Boden, die kann man zermatschen. Oh mein Gott, das ist wie in Diablo 2. Oh mein Gott, das ist offiziell. Hat in Time ist von Diablo 2 inspiriert. Go ahead, kid. Open this thing up and I'll keep guard here. Okay, wir müssen das Tor öffnen und dafür, beziehungsweise das Schloss, und dafür brauchen wir den Schlüssel, welchen wir schon gesehen haben. Allerdings stehen wir vor der Problematik, dass wir den Schlüssel noch nicht holen können. Ich habe aber genau die Lösung für uns. Genau die Lösung, nach der wir suchen. Und zwar ist es das hier. Das ist einfach nur ein Tintenfisch in dem Fass. Ich wünschte, ich wäre ein Tintenfisch in einem Fass. Ich weiß, ich auch. Das würde mein Leben auch sehr stark erleichtern. Sind nur 4 GB groß. Ja, Hattentime ist nicht das größte Spiel. Wobei bei dem noch ein bisschen, bei dem Spiel kommt noch Content dazu. Das heißt, ich glaube, 2 Welten sind noch in Arbeit und die werden dann irgendwann in ein paar Jahren oder so fertig sein. Und es hat Modding Support. Außerdem, da ist Herr Katze und sehr viele Fische. The Mafia are terrible at cooking. But fear now. Cooking Cat is here. Gute Neuigkeiten, Cooking Cat ist da. The actual dinner up here and swap the food before anybody eats the mafia's cooking. I'm fairly certain someone would die if they ate the mafia prepared food. Es gibt, wir wundern uns, ziemlich viele Sunshine Mods. Ich habe eine Mod gespielt, in der man in der Plaza Delfin unterwegs ist und die war ziemlich scheiße. Wir werden uns ein paar Mods von Hat in Time übrigens anschauen. Das ist heute der Plan, wenn wir das Hauptspiel durchhaben. Wir wollen von hier übrigens einen der Eimer mitnehmen. Und dann werden wir das größte Rätsel der Geschichte der Menschheit lösen. Bereitet euch vor. Mit dem Eimer voll mit Krustengetier gehen wir nämlich aufs Klo. Nein, nicht ganz. Wir gehen hier hin. Dann legen wir die Scheiße ab. Das war der falsche Knopf. Lege ich das denn ab? Mit R. Okay. Und dann nehmen wir den Schlüssel mit. Ein wundervolles kleines Detail bei dem Spiel, was... Der Schlüssel hat einen kleinen Furry-Tail. Wunderschön. Das wünsche ich mir. Aber ein wundervolles kleines Detail, wenn man den Schlüssel bei sich trägt, schlägt man nicht mehr mit dem Regenschirm zu, sondern einfach mit dem Schlüssel. Ich meine, es ergibt Sinn. Man hat den Schlüssel bei sich. Das ist fantastisch. Ich mag solche kleinen Details, will ich einfach nur sagen. Gut, und damit gehen wir jetzt zu Mustache Girl. Mustache Girl? Zeig mir mal deinen Mustache Girl. Bisschen, mich fröstelt es ein bisschen hier in der Gegend. Ich weiß nicht, ob ihr das so ähnlich seht wie ich auch gerade, aber es ist ziemlich, es ist ein bisschen kalt geworden. Wir sind im Kühlraum. Hier hängen aus irgendeinem Grund nur Schwertfische. Scheinbar essen die, oh, und riesige Forellen oder sowas. Scheinbar essen die von der Mafia wirklich gerne. Moment, muss kurz eine Sache machen. Hehehehe.
ein sehr authentisches Matschgeräusch, wenn ihr mich fragt. Das war es zu 100% wert. Mir egal, was ihr sagt. Moggy ist ein herzloser Diebert, entschuldige mal. Das ist eine sehr matschige rosa Pampe am Boden. Und der sollten wir uns fernhalten. Allerdings wollen wir hier hinterspringen. Was sagst du zum Fisch? Fischpanz. Hi, but you managed to hold him back. Was auch immer. Und hey, weiteres Wollknäuel. Sehr schön. Das heißt, wir können diesen matschigen Raum verlassen. Was ist das für rosa Pampe am Boden? Wenn ich da reintrampeln würde, wäre ich nicht begeistert, Chat. Wisst ihr das? Da wäre ich alles andere als begeistert. Und jetzt sind wir in der Schatzkammer. Schau euch die Scheiße an. Seht ihr das? Hier landet das ganze Geld. Der gute Stoff. Wenn wir schon dabei sind beim guten Stoff, brauchen wir ein bisschen Sprengstoff. Swan kriegt den Heartjoke, den Mogi da vorgelesen hat. Wahrscheinlich. Sehr, sehr wahrscheinlich. Auf jeden Fall, hier sind Diamanten, welche für uns absolut nichts wert sind. Das ist nämlich die lokale Währung und dafür haben wir keine Verwendung. Allerdings, roter Teppich. Wir werden zu dem Star. Was sagt ihr dazu? Ich sehe schon. No. Okay, er sagt nein. Er ist nicht begeistert. Gehen wir vor. Die bösen Jungs sind da. Vorsicht. Wir müssen uns zur Wehr setzen, bevor sie uns umbringen werden. Kämpfe sind glücklicherweise immer ziemlich einfach in dem Spiel. Das heißt, das erleichtert einiges. Und jetzt zu dir, mein Freund. Wir werden rübersprinten, okay? Bereitet euch vor. So, it is you. Ja. Ever since you landed in Mafia Town, it's been raining with these magical hourglasses. You must be very lost, kid with the hat. You're in the heart of our town, standing before the most powerful man you will ever witness. Everything you've ever owned belongs to me now. Uh-oh. Including this hourglass piece. If you want it, we'll have to settle it in true Mafia style. Lights! Action! It is showtime! Können wir mal über fantastischen Soundtrack aus Videospielen reden? Hier habt ihr einen. Es gibt schon mal einen Boss-Glitch. Ich weiß ja nicht, wie der geht, also... Den werdet ihr bei mir nicht sehen. Kann ich dich schlagen? Nein. Ist einfach nur ausweichen im Großen und Ganzen. Oh oh. Ich mag, dass es einfach eine Theateraufführung ist. Seht ihr die Blitze, die abfeuert? Wir müssen ihn punishen! Nein! Zu langsam. Blitze, die abfeuert, sind einfach nur Kulissen. Und da hinten die von der Mafia. Die Bäume sind einfach nur Mafia. In Baumform. Es ist fantastisch. Bitte bring mich nicht um. Und er hat sehr starke Alibi-Moves. Das heißt, es gibt bestimmt jemanden, der davon begeistert ist. Ich nicht. Oh, Supercharge. Einfach ausweichen. Sonst kann nichts passieren. Yes! Nächster Hit. Ja! Und jetzt kommt Phase 2. Bereitet euch besser vor. Oh. Ich hau dich dann mal, glaube ich. Ich hab dich gesagt, dass ein guter Angriff wird, okay? Oh oh. Mafia ist unterwegs, um uns zu holen. Master Skull! Wir müssen dich befreien! Stirb! Oh Gott. Okay, jetzt wird die Scheiße ernst. Der fucking Mafia Ball! Nein! Der gefährlichste aller Angriffe, die es jemals gab. Ups. Fucking Mafia Ball. Oh Gott, jetzt fliegen sie auch nach oben. Oh oh, oh oh, oh oh, Mega Charge. Oh oh.
Ball. Ganz vorsichtig. Wir wollen davon nicht erwischt werden. Yes! Okay, wir weichen aus. Oh oh. Ultra Charge. Ich hoffe, die Scheiße wird. Oh mein Gott, nein. Was mache ich da? Ich nehme zu viel Schaden. Oh Gott. Ah! Ich wurde auch nie zum Mafia-Ball eingeladen, Frogger. Ich wurde auch nie eingeladen. Ich kenne dein Leid. Und es war tatsächlich eine wirkliche Bühnenshow. Wie ihr seht, sind da noch die aus dem Publikum, die anderen Mafia-Leute. Und sie jubeln sogar noch. Weil es eine gute Show war, die wir ihnen geboten haben. Okay, ich habe Lust auf das Spiel. Yeah! Miss Wisse Unwitz war überhaupt nicht begeistert von der Idee, dass ich das streamen könnte. What? So what do these things do anyway? Are they some sort of rare collector's item for nerds? Halt die Schnauze, Master Girl, okay? Nein, nein, wusste ich nicht. Gib mir es zurück. This is crazy. Do you even realize what could be done with these? We can make it so that you never got punched in the face by the mafia that one time. Oh mein Gott! We could beat up the mafia, travel back in time, and then beat them up again. No, wait. We can make it so the Mafia never arrived on the island! Wait! Even better! We could be crime-fighting time travelers! Ich weiß nicht, ob wir Verbrechen nicht bekämpfen sollten. Wait, what? This doesn't make any sense. You have all this power, and you're not gonna use it to fight evil? If you're not gonna use them to fight evil, then I will. Ich habe schlechte Neuigkeiten für euch, Chat. I'm not gonna let this island remain as Mafia Town. I'll collect all the timepieces for myself. You have my word on it. Wie es aussieht, sind wir keine Freunde mehr. Stattdessen. Ja, und sie hat die Hälfte von meinem... Warum hat sie die Hälfte von meinem Geld mitgenommen? Was soll das denn? Sie hat uns beklaut. Die Hälfte von meinem Geld. Was soll das denn? Und wir sind sowas von keine Freunde mehr. Enemies. Weil ich es vorhin gelesen habe. Selbstverständlich ist die Snatcher-Musik mein Lieblingssoundtrack aus dem Spiel. Ich bitte euch. Und wir können eine neue Welt. Und das werden wir sowas von machen. Nur der Hälfte, sie mag dich noch. Ich weiß nicht. Tatsächlich aus Paper Mario 2 am Anfang auch die Hälfte geklaut. Kleiner Staubsaugermann. Warte mal, können wir ihn nicht. Ah, ein Klassiker. Ich würde es wieder tun. Geh mal hier rein. Also eben von der Ploxia 6. Resubscription. Vielen Dank. Ich wollte gerade sagen 6 Monate, aber es sind nur 2 tatsächlich. If I fit, I sit. Man kann wie gesagt überall sitzen. Hat sie da ein Tablet oder so eine Scheiße? Das ist seltsam. Ich sehe gerade. Hier haben wir eine kleine Galerie, in die wir theoretisch eindringen könnten. Ich glaube, hier gibt es noch nichts für uns zu erledigen. Schauen wir einfach mal nach. Ich bin mir unsicher gerade. Oh mein Gott, so viele Pawns. Oh, shit. Erstmal,
Schau ich halt die Bilder an. Lustige Anspielungen an diverse bekannte Kunstwerke, die es so gibt. Mein Favorit ist, der Schrei gewinnt aber immer, muss man fairerweise sagen. Aber es ist super mit dem Snatcher. Wie auch immer, berühren wir die Kugel. Zuerst nicht Fanarts. Ich habe keine Ahnung, aber es kann gut sein. Und jetzt sind wir in einer der Bonuswelten. Ich liebe die Musik von hier. Die ganze Atmosphäre. Das ist so gut. Welche natürlich sehr stark von Sunshine inspiriert sind. So, hier könnte ich eventuell auch sterben. Das sind sehr kleine Platforming-Challenges. Das finde ich ziemlich gut, dass es im Großen und Ganzen alles eher so Collector-Fun-mäßig ist. Aber es dann auch durchaus ein paar Stages gibt, in welchen das Platforming im Fokus steht. Was tatsächlich ziemlich gut im Spiel ist. Ich glaube, wir wollen hier rüber. Aus dem Weg, böse Kiste. Gib mir dein Bargeld. Okay. Oh, man braucht hier wirklich das Brewing-Teil, um hier weiterzukommen. Ich sehe schon. Das ist eine große Kiste davor. Oh Gott! Nicht zu weit springen. Das ist mega entspannend, ja. Sehr schön. Von denen gibt es übrigens einige Welten. Das ist eigentlich die ganze Umgebung. Das sind einfach nur riesige Türme. In Blurry. Ja, irgendwas wird schon sein. Das Schreibbild habe ich mal in der Schule letztens im Kunstkurs gemalt. Wie gesagt, das ist Klassiker. Also die Snatcher-Version gemalt. Ich hoffe, die Antwort ist ja. Wer des Snatchers werden wir übrigens noch herausfinden. Darum stelle ich mich gerade runtergefallen. Ich bin übrigens auch ein großer Fan davon, dass wenn man runterfällt, dass man einfach nur ein bisschen von seinem Leben verliert und man direkt wieder weitermachen kann. Aber das Gefühl, das trägt unfassbar viel zum Spielfluss bei, wenn man nicht ewig erstmal warten muss, bis es weitergeht. Apropos warten, werden wir eben warten, bevor wir weitergehen. Ich habe immer gedacht, dass der Background die Heimatwelt von Mustache Girl ist. Könnte allerdings höchstwahrscheinlich falsch sein. Die Heimatwelt von Mustache Girl ist Mafia Town. Beziehungsweise bevor es Mafia Town wurde. Aber das werden wir noch erfahren später. Ich will ja nicht die Lore vorwegnehmen. Deswegen will sie ja die Mafia loswerden, weil sie ihre Heimat einfach übernommen haben. Ganz vorsichtig. Nicht überspringen. Sehr schön. Was ist das für eine Pyramide? Gott, ich liebe die Musik so sehr von diesen Leveln. Und hey, wir haben es geschafft. Timepiece. Ja, ich meinte Headgirl. Oh. Oh, okay. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich aber ja nicht. Und wenn man sowas geschafft hat, kann man eine Runde an der Slot-Maschine spielen. Wenn wir Glück haben, bekommen wir einen neuen Skin für irgendeinen Hut. Ich hoffe, dass wir es bekommen. Oh, Headflare! Nein, wisst ihr was? Wir nehmen das direkt. Wir claimen direkt den Preis. Wir wollen nämlich definitiv die anderen Designs für die Hüte haben. Was ist es? Er ist scheiße. Er ist ein anderes Design für den ersten Hut. Er hatte eine Rose an sich. Nicht ganz so cool. Aber generell, das Beste, was man da bekommen kann, sind immer die neuen Designs für die Hüte. Oh oh, Eindringling. Cooking Cat! Was machst du hier? Außerdem, vom Panzerschrank. Resubscription, 11 Monate. Wie vielen Dank, wie vielen Dank. Apropos, meine Frage. Ist der Name angelehnt an das Turtok aus dem ersten Pokémon-Film? Wusste ich, dass der Name mir bekannt vorkommt und ich habe vor kurzem herausgefunden, warum er mir bekannt vorkommt. Ist das eine Möglichkeit? Außerdem, hey Cooking Cat, wie geht's dir? Shit! I expected aliens to be more green and probably with a thirst for flesh. But hey, if you can explore our planet, you'll need to understand it first. Otherwise, you won't know if you're stepping on grass or quicksand. Ich habe mich nur auf die akustischen Signale verlassen. Und ich dachte, dass der Satz schon zu Ende sein wird. Ich hätte besser schauen sollen, ob da noch mehr Text kommt. Das war unangenehm. Ist daran angelehnt. Ich wusste es! Don't know how to identify relics? Fear not. Cooking Cat is here. Oh shit. Burgerkissen oder Polster. You can identify this relic at the podium. If you place them on the podium in the correct order, you might be able to make sense of it.
Das war ein Feature, welches ich nie verstanden habe in dem Spiel. Ich habe sehr lange gebraucht, um das wirklich zu verstehen, was das bedeuten soll. Darüber reden wir später. If you're able to identify a relic, something great might happen. You never know, so keep an eye out for relics. I've taught you everything I know about relics. Wow, so viel. Apropos, wenn wir schon dabei sind, wollen wir das erste Relic aufstellen, Chat. Reparieren den Stand. Und jetzt seid ihr bereit. Wir müssen es in der richtigen Reihenfolge aufstellen. Wir nehmen den Burger und dann nehmen wir den oberen Teil. Boom! Burgerpolster. Wir haben es geschafft. Das bedeutet, in Mafia Town haben wir jetzt eine neue geheime Mission freigeschaltet. Aber ratet es niemanden. Die ist geheim. Und wir können auf den Burger natürlich auch umherspringen und ein paar sicke Stunts machen. Ich meine, ich bitte euch, also als ob wir das nicht könnten. Wofür soll das Ganze sonst gut sein? Ich mag übrigens auch das kleine Detail, dass hier das kaputte Fenster, es wurde nicht nur repariert, sondern es wurde zugenagelt mit ein paar Brettern, damit auch ja sowas nicht nochmal vorkommt. Headkit hat vorgesorgt, damit nicht nochmal jemand von der Mafia hier auftaucht und einfach eindringen will. Es ist das perfekte, es ist die perfekte Lösung. Es kann einfach nichts mehr passieren. Oh, geh weg. Kleiner Staubsauger. Hey, Cooking Cat, das ist unser Staubsauger. Wir töten ihn. Wichtige Frage, die Gürkchen auf dem Käse oder drunter? Warum zum Fix sollten die Gürkchen auf dem Käse sein? Auf dem Käse ist doch üblicherweise... Oder? Ah, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich genau drüber nachdenke. Verzeihung, ich bin mir unsicher. Ich dachte, wäre mir sicher, aber ich lag falsch. Das ist übrigens die nächste Welt hier. Was kann man hier machen? Okay. Und an der Stelle hier eine Sache, die wir nicht machen werden. Aber hier kann man tatsächlich ein Ahead in Time Text Adventure spielen, worauf ich so absolut keine Lust habe. Ich habe wirklich keine Lust drauf. Ich habe es mir nie angeschaut. Aber es existiert. Was ist das? Oh, hier kommt Musik, glaube ich. Wie auch immer. Betreten wir die nächste Welt, würde ich sagen. Und die nächste Welt hat einen... die erste Mission wird doch relativ interessant. Nee, sie wird doch relativ tame. Und die zweite Mission ist das Beispiel, wenn Leute jemanden von der Head in Time überzeugen wollen, zeigen sie ihnen üblicherweise die zweite Mission aus dieser Welt. Bereitet euch mental vor, es wird fantastisch. Außerdem Dead Bird Studio. Chapter 2 Battle of the Birds. Fangen wir die ganze Sache an. Sie trägt zwei Sonnenbrillen aus irgendwelchen Gründen. Wahrscheinlich, weil sie ein großer Star ist. Das ist der Kampf der Vögel. This movie studio is too big for the both of us, DJ. Grooves. The movie should be made by real birds. Er ist ein schottischer Vogelrassist, falls ihr euch wundert. You moon penguins are just gonna write some loud, noisy dribble. If I wanted a bunch of picnics to dance around while on birdseed, ha! I'd visit my grandchildren. Nonsense, darling, nonsense. You Owl Express birds are just gonna record another boring train-related western. You've done so for the last 10 years, darling. What? No, we haven't, you buffoon! Ja, hat nicht immer nur den gleichen Western gemacht. Was sollen denn die Andeutungen? Conductor, darling, this year we'll be winning the annual Bird Movie Award, as our new movie props will bring in the audiences. These shiny things fell from the sky. They will light our movie sets and fill them with glimmer. Die hätte ich gern. Oh yeah. Well, this time around, we're also spicing it up with our newest movie props. Ich wundere mich, was die Props sein werden. These hourglass thingies will be the grand jewel in our train heist western. What the what? You no good dirty picnics! You copied our props! You picnics! I would never, darling. Clearly you're the one who took inspiration in my flashy new props. Oh, that does it! Get out of here with ya! I've got a movie to record! Fine by me, darling.
but will be the ones who win the annual Bird Movie Award. Mark my word. Okay. Ist der Kampf der Klassiker gegen das Neumodische. Der klassische Western gegen den neumodischen Tanzfilm aus den 70ern. Let's see how well you do when you can't get into the reception. Warum redet er wie ein Pirat? Das tut er nicht, er redet wie ein Schotte. Oh, wait, Chapa Pegmex inside the studio will force them to work harder. Weißt du, ich sehe den Boss dieser Welt vielleicht am stressigsten. Absolut, der Boss dieser Welt war sehr stressig. Alright, time to go, Owls. Let's make our killer movie. Wisst ihr, was ziemlich ironisch ist? And our receptionist, can you please close off that vent already? I don't want the smell of penguin to come anywhere near my crew. Übrigens, wichtiger Hinweis für uns. Menschen sind nicht erlaubt. Nur Vögel, okay? No humans allowed. Das ist, so, das ist fantastisch. Ich glaube, wir sollten auf keinen Fall hochgehen. Wir sind da nicht gern gesehen. Und wisst ihr, was eine interessante Sache ist, die ich schon fast als ironisch bezeichnen würde? Hier in dem Gebiet der Vögel haben wir es, wir haben einen besonderen Synchronsprecher. Ist er nicht hier? Doch, hier ist er. Und zwar nicht weniger als den wahrscheinlich, einen der berühmtesten, bekanntesten, sich in politischen Statements, die er nicht hätte von sich geben sollten, verlierenden Vogelbesitzer des Internets. Oh, hey, little chirper. They're recording right now, so no one's allowed in. We're only insured for bird staff. Letting you in would be a liability. Don't even think about sneaking inside. Noch eine Sache, die At the Time besser als Ukulele gemacht hat. Ukulele hat, John Tron hatte eine Sprechrolle bei Ukulele und sie haben ihn gekickt wegen dummen Dingen, die er gemacht hat. At the Time, sie haben gesagt, nein, wir lassen den Joni Toni hier sein. Und da habt ihr seine majestätische Stimme gehört. Wahnsinn. Außerdem, von Feder, 10 Bits, das war John Tron übrigens. Hier ist 10 Bits. Wenn ich reinkomme, ich hingegen bin ein Vogel, ich darf rein. Oh, daher der Name Feder, ich sehe schon. Außerdem, wir können uns hier ein paar Sonnenbrillen mitnehmen, falls ihr euch wundert. Eine, zwei, drei. Wir bleiben bei zwei. Oh, shit! Oh, oh. Wir haben eine Rechnung in der Ecke. Wir haben ein paar Pons, wir müssen ein paar Pons verdienen. Das wird unangenehm. Außerdem seht ihr die Pinguine. Sehr, wie cool sie sind. Don't tell anyone this, but before DJ Grooves became fascinated by movies, he actually ran a nightclub. I know. Crazy, right? Who would have thought? Crazy. Die Pinguine sind so scheiß cool. Was machen eigentlich die Cowboy Boys hier drüben? Huh? You want that movie prop they carried in? Are you the kind of person that sells movie props on eBird? Oh Gott. So schlecht. So schlecht. Wie auch immer, gehen wir nach oben. Sind das die Blues Brothers? Yes. Sind die Dirty Old Packnacks Pinguine. Und jetzt, ich will nicht sagen, dass wir uns reinschleichen müssen, aber ab jetzt werden wir Straftaten begehen. Falls Polizei gerade zuschaut, möchte ich euch darum bitten, die Augen zu verschließen. Wenn uns jemand erwischt, müssen wir nie was dafür bezahlen. Jetzt ist es zu spät, um umzukehren. Wir haben sogar... Headcat hat die Waffe gezogen. Seht ihr das? Headcat hat die Waffe gezogen. Wir sind bereit, als Geheimagent hier einzudringen. Es geht los. Das ist übrigens ein Filmset hier als ganze Thematik vom Level, was ich fantastisch finde. Da ist der Film, den DJ Grooves dreht. Das ist ein Pinguin-DJ. Scheint nicht der beste Film zu sein, ehrlich gesagt. Wie auch immer, fahren wir rüber. Let's make this movie happen. Owls in position. Und hier ist der nächste Film. Allerdings ist ja gleichzeitig auch ein kleines Secret, das wir mitnehmen können, wenn wir es wollen. Zumindest glaube ich, dass das hier war. War das schon hier? Yes, da oben ist was. Muss ich genau umschauen. Es gibt hier einfach alles. Er hätte im Metal Gear Solid. Ja! Und an dieser Stelle mache ich immer
einen Fehler. Und zwar, üblicherweise versuche ich immer bei den Pferden rüber zu springen, um da irgendwo zu landen. Aber tatsächlich muss man hier unten entlang. Oh, die Musik ist so gut. Okay, Chat. Ich möchte dich um... Oh, fuck. Okay. Okay, wir stecken jetzt gemeinsam da drin. Wir stecken da jetzt gemeinsam drin. Es gibt keinen Ausweg mehr, okay? Wir müssen zusammenhalten. Ich bin nicht stolz auf das, was passiert ist. Aber wenn wir niemand davon erzählen... Niemand wird davon jemals erfahren, okay? Wenn es nach mir geht, müsst ihr einfach nur euren Mund halten. Niemand muss davon erfahren. Niemand sollte jemals, Ich meine, es ist passiert. Der Kaktus ist überfahren. Wir können nichts anderes mehr machen. Die Frage ist nur, ob wir davon, wir das bereuen werden oder nicht. Versteht ihr? Das ist die Frage. Außerdem... wollen übrigens von den Vögeln absolut nicht gesehen werden. Oh, da hinten könnte ich auch entlang. Shit, ich kann nicht mehr zurück, oder? Ich kann nicht mehr zurück. Wir haben uns verkackt. Egal. Wo wollen wir entlang gehen? Wollen wir da oben? Ich weiß, wir springen hier hinten entlang erstmal. Sag ich meiner Mutter. Oh Gott. Die Last war, hat mich stark nach unten gezogen. Ich bereue es sehr. Oh oh. Ruf hier nochmal hoch, Headkit. Oh fuck, was? Nein, das habe ich nicht ver. Oh Gott! Nein, nein! Ich wollte nur sehen, was passiert! Ich wollte es doch nicht wirklich tun! Ich wollte es doch nicht wirklich tun! Ich wollte nur sehen, was passieren würde, wenn ich es tun würde! Ich hab's wieder getan! Ich bin ein Kaktusmörder, Chat! Schau weg, Eule! Tja! Yes! Wir haben es geschafft. Und wir gehen wieder hinter zu DJ Grooves. Ich liebe es auch, wie sich die Musik immer so, je nachdem welchen Gebiet man ist, direkt so ein Stück weit ändert von der Instrumentwahl. Das hat so wundervolle kleine Details, das Spiel. Oh mein Gott, der Schatztruhe! Nimm die Schatztruhe mit! Polizei ist unterwegs. Fuck! Das ist das dritte Mal diese Woche. Und es ist gerade mal Montag. Okay, müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Ich glaube, sie wollen den Sprinthut tatsächlich. Ja. Die haben ja alles im Blick. Seht ihr, Pinguin, wie er tanzt. Dreh dich. Tanz richtig für uns. Komm schon. Ich weiß, dass du tanzen kannst. Er tanzt nicht. Machen wir das. Strom ist ausgegangen. Niemand wird uns jemals sehen. Einfach durchschleichen. Wir machen das Ganze nochmal. Ich glaube, es sind diesmal die Kameras, die uns hier erwischen können. Strom aus. Renn. Renn. Bleibt niemand stehen, Headkit. Wir haben Dinge getan. Oh nein! Wir haben noch mehr Dinge getan. Oh fuck. Und jetzt kommt die Stelle, die ich nicht leiden kann. Wir gehen einfach mal hinter. Oh, komm schon. Das Problem ist nämlich, hier können wir gesehen werden von denen auf der Tanzfläche. Das heißt, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Ganz vorsichtig. Niemand wird uns jemals sehen. Ja, es hat wirklich geklappt. Sehr schön. Wir sind so langsam unterwegs. Glaube ich, kaufe mir das Spiel. Sehr empfehlenswert, wie gesagt. Wie viel kostet es dann aktuell, wenn man es kaufen würde? Wenn man nicht gerade es in dem Humble Monthly Bundle holen würde. Wie viel kostet es denn aktuell? Wahrscheinlich 15 Euro oder so. Oh oh. Tippy. Tippy TKO. Oh nein. Kann jetzt einfach noch. Oh oh. Wir haben zwei kaputt gemacht. Tut mir leid, Chat. Ich habe das Gefühl, es ist inzwischen zu spät für mich. 28. Wie gesagt, wenn ihr einen PC habt, hole ich das Humble Monthly Bundle. Ihr sollt wahrscheinlich direkt danach Königs wird es automatisch weiterlaufen. Da bekommt ihr es für 12 Euro. Und holt es euch über den Link unter dem Stream. Da bekomme ich nämlich einen Zehner davon. Wenn der Hammelmann für die Bande zum ersten Mal abschließt. Nur noch ein kleiner Tipp. Oh mein Gott, man kann da runter. Oh, man kann da runter. Ich hatte. Oh mein Gott. Kann da rein? Da ist eine Schatztruhe. Oh mein Gott, wir müssen vorsichtig sein. Wir dürfen nicht entdeckt werden. Ich bezweifle, also hätte Time jetzt wahrscheinlich nicht für die Xbox 360 geben, weil ich es gerade sehe. Das Spiel kam nämlich letztes Jahr raus und die Xbox 360 war zu dem Zeitpunkt schon sehr veraltet.
Schamlose Humble-Werbung. Ja, ich meine, es passt in dem Fall. Was soll ich machen? Das ist ein gutes Angebot. Oh, oh. Oh nein! Ich habe keine Eule belastet. Ich schwör's. Sie hat gesagt, sie ist volljährig. Sie hat gesagt, sie hat nichts dagegen. Ich habe nichts getan, Polizei. Oh, und das ist der gefährlichste. Hier muss man ein bisschen Zeit auf unter Umständen. Denn der Typ ist ziemlich hartnäckig. Also wir warten einfach, bis er umdreht, dann springen wir über ihn. Ja, muss auch nicht so viel Zeit auf, wie ich gerade sehe. Und hier vorne haben wir es geschafft, Chat. Da ist das Ziel. Wir werden jetzt zum Filmstar. Der ultimative Filmstar. Der rote Teppich. Der Ort, aus dem die Träume gemacht sind. Ja! Bitte! Hallo! Ich bin hier, um meinen Oscar abzuholen. Magnificent. Stunning. This trophy is everything I desire. On the shelf in my living room. Of course, this big trophy is just a plastic replica. The actual trophy is really tiny. Ich weiß, was noch ziemlich tiny ist. Oh my, what is that I see? Is it true inner beauty? An innocent soul with a heart of gold? Yeah. Yeah. Oh no, it's just a little girl. Oh. Hello. Hello. Oh wait, you're not a penguin. That's good. I could use some non-penguin company around here, as all my penguins are frankly terrible actors. Schau dir die Schuhe an. Here's the biz. I need your help. I'm on a terrible losing streak, and I just have to win this next annual Bird Movie Award. There's no doubt, I absolutely must have you as the star. Here. Shit! Yes! Wir haben es geschafft. Zu Schuld wurden uns entlassen. Passport, darling. Step right over here. Okay, dann machen wir mal unser Foto. Soll ich hier stehen? Ist das richtig? The most important part of a passport is the picture, darling. You have to look flashy and stunning. Step right over here. Let's take the pic. Okay, gehen wir hinter. Okay, put on a smile and stand still, please. Don't move. Okay. Wir bewegen uns nicht. Alles gut. So. War es richtig? Ein gutes Bild, oder? Was? Darling, you're not very photogenic, huh? Nein, ich bin generell sehr hässlich. We've got to fix this ugly mugshot up with some old-fashioned photo doctoring. Here, take these markers and turn yourself into the most stylish, fashionable young lady. Okay, und jetzt kommt der interessante Punkt, welcher am PC besser funktioniert. Wir können jetzt nämlich HeadKit, wir können jetzt ein bisschen hier malen. Und das hat sich das Bild von unserem Spielstand, das war nicht gut. Man kann ja tatsächlich auch die Maus verwenden, was dir meist nicht bewusst ist. Allerdings möchte ich die Gelegenheit nutzen, um euch von einer Sache zu erzählen. Nämlich, ich weiß nicht, ob ich das schon angemerkt habe, aber ich habe mir vor nicht allzu langer Zeit eine Zeichentablet tatsächlich geholt, welches am... Es war Freitag ankam und ich habe damit ein bisschen gezeichnet. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ich eine Zeichnung mit euch teilen kann an der Stelle, bevor wir das weitermachen. Die Zeichnung, die ich gerne mit euch teilen möchte, ist, es ist majestätisch. Ich hoffe, ihr seid bereit. Es ist der sogenannte Mogisaurus. Auf dem ersten Blick sieht er nicht allzu besonderen aus. Ich dachte mir einfach, ich würde gerne, Moment, kann ich bitte, Nein, wie kann ich weiter wegzoomen? So, ich dachte mir zuerst, ich habe mit der Grimasse angefangen und wir hatten den Mund eines T-Rex genommen. Und dann habe ich immer weitergemacht und ihn zu einem Dinosaurier gemacht. Wir müssen an der Stelle über verschiedene Details reden. Ihr seht die Zähne, bisschen weiße Abstände an den Zahnhälsen. Es ist wichtig, Tränen im Auge, er ist sehr traurig. Seine Punkte sind irgendwie so eine Art Wunde oder so, ich bin mir selbst auch unsicher. Nase, sehr weit an der Seite. Und dann der wichtige Teil, der Körper. Ich habe mich für einen sehr humanen Körper entschieden, könnte man sagen. Ihr seht zum Beispiel, er hat Schuhe übrigens an, weil ich Füße nicht hinbekommen habe. Ihr seht, dass sein Fett ein wenig überquillt, was natürlich ganz natürlich ist. Der Bauch, er ist nicht der schlankste, den man sich vorstellen kann. Haare, ein
Gegenstände, die wichtig sind, die Beine, dem Hinterteil, und ich denke, es ist eine majestätische Zeichnung geworden. Das ist der Mogisaurus. Ich habe lange darauf gewartet, damit ich ihn mit euch teilen kann, dieses wundervolle Bild. Das ist ein Selbstporträt, oder? Ja, ist es. Er sollte eigentlich ein normaler Dinosaurier werden, aber dann wurde er ein bisschen menschlicher. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, ehrlich gesagt. Kalt oder warm, Brüder? Definitiv warm, Brüder. Naja, so viel dazu. Wenn wir dabei sind, können wir jetzt bei Headkit ein paar wundervolle Dinge malen. Ich weiß noch nicht, was wir am besten machen können. Man hat nur sehr wenige Farben zur Auswahl. Ich denke, wir machen einfach und dann machen wir sie wütend. Und dann bekommt sie noch eine andere Nase. Da müssen wir den Mund noch ein bisschen anmalen. Es ist, das ist alles nicht so optimal zu machen, ehrlich gesagt. Wenn ich ehrlich sein soll an der Stelle. Außerdem, von der Onkel Bobby Subscription. Vielen Dank. Vermutlich Onkel Bobby eher. Vielen Dank für die Subscription. Was können wir aus Headcat machen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Macht die erste nächste Entwicklung von dir bei Pokémon. Ich weiß nicht, ist eine richtige Zeichnung. Ich weiß nicht, wie ich das am besten machen soll. Wir machen einfach. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen was ganz Klassisches. Wir radieren es weg. Dann gehen wir auf den Pinsel und dann machen wir. Und ein lächelnder Mund. Und wir sind fertig an der Stelle. Let's slide this picture into your passport and... Hey, das perfekte Bild. Wonderful, darling. Oh, just wonderful. Meet me at the movie set tomorrow and we'll make you a star. Mir ist nichts eingefallen, okay? Ich hab's eben doch gesagt, ich kenne doch unseren Boggy Boy. Ja, es ist verlockt, es nicht zu machen. Was? Oh Gott. Wo kommst du her? You can't just jump in and fiddle with the annual Bird Movie Awards. That's fraud! Fraud! Hey, everyone! We've got a fraudster over here! It's kein Fraud! Oh. Where are my owl guards at? Why are the owls so darn useless? Oh man, der Eulenmann, der ist fantastisch. Alright, listen here, lass. You're in big trouble. If you're helping crooked DJ Grooves rig the awards, and I can't take you to jail, then you're got to help me even the score. Was soll der Schaffner eigentlich darstellen? Er ist eine Eule. That's right. You're got to be the star of my movies too. Meine Freunde sagen dazu Fraud, aber ich sag dazu Fraud, Alarm. Hold our newest prop. Practice showing it off and bring it to my movie set tomorrow. You got that? Don't be late. Ich weiß, dass er nicht wie eine Eule aussieht. Dann sehen wir nichts Neues an der Stelle. Okay, und morgen ist unser erster Tag. Morgen werden wir einen Film drehen, Chat. Nehmen wir erstmal unsere Props mit. Props an mich. Ihr seht ja nirgendwo eine Eule. Ich weiß. Aber er ist eine, okay? Judge ihn nicht. Dazu wäre harter Dino. Nein. So, dann würde ich sagen, es ist Zeit für die nächste Mission. Und die nächste Mission wird ein absoluter Klassiker. Wird ein so starker Klassiker, Chat. Ihr habt keine Ahnung, okay? Wir müssen noch ein paar Missionen machen, bevor wir zum Finale gehen können. Erstmal müssen wir kurz über die Musik aus dem Spiel reden. Es gibt hier nämlich... an der Stelle. Ich habe ja gesagt, dass es wundervolle kleine Details gibt in dem Spiel. Und... Nein! Ah, ich habe ins Bild geklickt, das wollte ich nicht machen. Moment. Back to Hub. Ja. Ich wollte euch nur einen Unterschied zwischen der Musik zeigen. Okay, warte jetzt. Folgende Situation. Achtet auf die Musik, okay? Musik ist ziemlich neutral. Dann gehen wir rüber zum Owl Express. Musik bekommt einen gewissen Western-Flair. Dann gehen wir rüber zu dem Ping DJ Grooves.
und wieder normal. Ich denke, es sind so fantastische kleine Details. Es sind die Dinge, die ein wundervolles Spiel ausmachen, okay? Aber jetzt, Zeit für die interessanteste Mission überhaupt. Mogelbaum, Chat. Was? Willkommen. Oh oh, nein, leg das weg. Die Mission heißt Murder on All Express. Glaubt ihr, es passiert irgendwas Unschönes? Welcome back, Lassie. I haven't written the script for my next movie yet, so we're not recording. I'll call for you when the script is ready. Okay, ich sehe schon. Das Skript fertig ist. Was haben wir denn hier? Hallo, Herr Rabe. Why, hello there, fellow owl. I don't believe we've had the pleasure of meeting. As you can tell, I am also an express owl. I do much hooting. From one owl to another, we can share details, yes? What is your uncle's sister's maiden name? Also meine Mutter oder meine Tante, je nachdem, wie man es sehen möchte. Okay, der Mädchenname. Was machen wir denn da für Schönes? Was wäre ein guter Name, Chat? Ist sie mit Tanzverwandt? Nein. Ich glaube, niemand fällt das. Bertha? Aber es ist ja kein Mädchenname, es ist ja ein Vorname. Inge, nein. Das sind ja Vornamen, was ihr macht. Es geht doch um Nachnamen, oder? Mädchenname wird gesucht. Oh. Vornamen, wirklich? Okay, dann nehmen wir, Helga hat mir gut gefallen. Nein, wisst ihr, wir machen was anderes. Was anderes als Mädchenname nehmen wir einfach, wir nehmen dafür Lost. Es wird eine Mod-Only-Story, okay? Oh, it is. I see. This is the kind of uncle's sister's maiden name I would expect from a fellow express owl. Was sagst du? Hello, fellow express owl. Do you care about security? I care about security a whole lot. Ich auch. You should not be going around telling information to strangers. It could be a security risk. Yeah. I can help your daily life become more secure. What is your favorite combination of letters and numbers? Maiden Name ist Geburtsname, also Nachname während der Geburt. Ich wusste es! Okay, meine Lieblingskombination aus Zeichen und Nummern, okay. Ganz eindeutige Situation. Wir beginnen stark mit 6. Es geht nicht bis 9! Okay, fuck. Fuck, es geht nicht bis zur 9. Okay, was ist dann meine Lieblingskombination? Das gefällt mir. Wir machen Frogger. Nein, es gibt keine 8, Unwitz! Es gibt keine 8! Wir können nicht Frogger 187 machen. Shit. Yes, wir machen Moggy. I see. Is also my favorite combination of letters and numbers. Gefällt mir auch ziemlich gut, ehrlich gesagt. Hallo, Herr Eule. Did you notice that there's suddenly a lot of crows on this train? They all gone on at the last stop. Speaking of, at which stop did you get on the train? What do you mean you fell from the sky? Nicht so lustig. Okay, mein Freund. That having a pet helps improve self-confidence and relieve stress? Mehr Selbstvertrauen kann ich gar nicht haben. Did you also know that pets can have pets? It is true. Unfortunately, us express owls are not allowed to have pets. It is a sacrifice we must make in the name of hooting. But if you had a pet, what do you think the name of your pet's childhood pet would be? Wieso habe ich jemanden vergessen, würde Chat? Ich bitte euch. Es gibt nur noch interessantere Antwortmöglichkeiten.
Ich meine, das ist nicht richtig geschrieben. Er hat irgendwie aus irgendwelchen Gründen noch ein E in seinem Namen, aber dennoch, nah genug. Wir machen Trigger. Is certainly an interesting name for a pet. Even for a pet's pet. Ey, was heißt der für ein... Was heißt der für pet's pet? Das finde ich nicht nett. Have you noticed all these crows around the place? They keep asking for personal details, and I never know what to answer. Oh nein, seht ihr das Ende an der Tafel? Ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin. Oh. Oh nein! Hello, fellow Express Owl. I am stuck on an advanced mathematical and scientific issue. Ich sehe schon. Do you see this advanced formula on the blackboard? I cannot decipher it. Can you decipher the scientific formula for me? What does it say? D, C, B, 4, I, L oder 0? Es gibt kein 0. O, 5, E. Ich bin mir da ziemlich sicher und jetzt startet den Download. I see. The solution is... It was obvious. Thank you, fellow Express Owl. And thank you for agreeing to the terms and conditions on the backside of the blackboard. Oh, fuck. Oh Gott. Wir haben irgendwas zugestimmt auf der Rückseite von... Oh nein. Oh nein! Es wird ein Fehler gemacht, okay? Ich wundere mich, ob das einfach nur Namen von irgendwelchen Kickstarter-Backern sind. Lesen! Das werde ich nicht lesen! Ich weigere mich! I don't get it. How is this a scientific equation of any kind? It's just scrambled numbers and letters. Like those you see on an online form. Am schlimmsten kennt ihr die, bei denen man irgendwie sowas machen muss, wie zum Beispiel, hey, klick alle Bilder mit den Verkehrsschildern an. Das sind die schlimmsten. Da sitzt man 5 Minuten an der Scheiße. It's really difficult to get settled down on this train with these crows crowding the place. They keep interviewing me about everything I do. Das ist wirklich sehr belastend. Mich lassen sie auch nicht in Ruhe. Oh, da ist noch eine. Hallo. Fellow Express Owl, do you ever wonder what it would be like to be a superhero? Ja. The most important feature of a superhero is the name. Every superhero needs an intricate name to their fame. If you were a superhero, what would your name be? If entered on an online form with standardized account identification requirements. Mein Name wäre wahrscheinlich bei einem Superheld. Ah. Oh, jetzt die unangenehme Situation. Wir haben Frogger oder Unwitz? Wer ist ein Superheld? Willy Winkel. Oh, Frogger, wirklich? Du zählst nicht, Waldi. Du bist nur der Deko-Mod. Frogger, wir haben noch einen Frogger, wie es aussieht. Froschkräfte, das klingt nicht gut. That name is great. I can already imagine it. The mighty savior of justice. I'll just write your answer down here, real quick. Okay. Gut, dann würde ich sagen, es ist Zeit für die Cafeteria. Und sie haben lustige Unterhaltungen, pass auf. Steht dir? Zu viel Soße auf der Pizza. Das ist ein Brüller. Was sagst du? Express Owls all have parts of our body we're ashamed of. This is why some owls choose to pluck their feathers. Was? Which body part of yours are you the most ashamed of, fellow Express Owl? Nein. Nein! Nee, oh, das I wird noch nicht richtig angezeigt. Wir haben genug Plätze dafür. Ich bin am meisten ashamed, wenn es um Unwitz geht. Oh, poor Express Owl. You shouldn't be ashamed of your... Ja, doch, ich schäme mich aber sehr dafür, ehrlich gesagt. But you'd better get your... checked out by a doctor.
I read online, it could be a sign of bird flu. Das habe ich auch schon gehört. Oh Gott, es ist so stumpf, aber es ist fantastisch. Sicker Bird, Moggy, danke schön. Hab mir Mühe gegeben. Oh hey, Wollknäuel. Nehmen wir die Scheiße noch mit. Verdammt, Swift. 1000 Bits, verdammte Scheiße. Head in time. Willkommen, willkommen. Und vielen lieben Dank, vielen lieben Dank. Gehen wir in den Raum. Und hier haben wir einen Schlüssel. Wisst ihr, was die beste Sache ist? Egal, was passiert, wir werden nichts verkehrt machen an der Stelle, okay? Behaltet den Boden gut im Auge. Wait, don't come in here. I lost my contact lens somewhere. Please, don't step on it. I can't move out of the way. I might step on it myself. Okay, nicht auf Kontaktlinse treten. Verstanden. Moment. Ah. Oh, man kann wirklich nicht auf die Kontaktlinse treten. Okay. Ich dachte, es würde funktionieren. Aber wie es aussieht, war das eher so ein, das ist eher so ein Paper Mario 2 Ding, wo das passiert. Bisschen enttäuschend. Ich war mir fast sicher. Außerdem, wir haben es geschafft. Am Ende. Schau dich die Scheiße an. Sonnenuntergang. Und ein Geschenk für uns. Wir haben das Ende erreicht. Ab jetzt wird alles, besser. Öffnen das Geschenk. Oh mein Gott! Das Crime-Solving-Outfit. Jetzt sind wir bereit, Verbrechen zu bekämpfen. Oh oh. Oh oh, das klingt nicht gut. Wer ruft da an? Hallo? Lost kommt mich zu besuchen. Oh oh. Okay, wir müssen Lost besuchen. Lost ist gekommen, um uns einen Besuch abzustatten. Das sind Vertreter, leg auf, ich kann nicht. Besuch von Lost, stellt euch das mal vor. Ist im Weg. Meine Tante Lost ist da. Ich muss da rüber. Da ist sie! Oh mein Gott, was hast du getan? Would murder one of the express owls. Oh mein Gott, Lost! And I can't believe even more that it's your uncle's sister. What do you have to say for yourself? Ooh, you're giving me the quiet treatment, eh? That's what a murderer would do. Leave this case to us. We're Caw, the Crow Agent Watch. We've been monitoring everyone on this train since the last station. We'll be searching the entire train for evidence. No one is allowed to go outside of this wagon. What? I can't even walk around in my own train! Oh, how dare you! Once the clock hits midnight, we'll get off at the station with the murderer in cuffs. Stay here while we investigate further. Oh oh. Noch eine Owl Hour left. Lost, was hast du getan? Redet nicht mit uns. I hope no one goes into the VIP area and accidentally steps on my contact lens. Ja, das hoffe ich auch. Was ist passiert? Was können wir tun? Oh, those co-picnics can't tell me what to do. I bet they committed the murder and are destroying all the evidence. Oh mein Gott, okay. Ich denke, es ist Zeit für uns, Beweise zu suchen. Das ist tatsächlich unsere Aufgabe. Wir müssen uns an den in Krähen vorbeischleichen, denn irgendwas stimmt mit ihnen nicht. Ich habe das Gefühl, sie sind gar nicht hier, um uns wirklich zu helfen. Wir müssen vorsichtig sein auf der Hut. Den Raum können wir neu aufsuchen inzwischen. Also, Resubscription, bin ich jetzt wieder cool? Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist nicht so einfach. Und vielen Dank. Was haben wir hier? Oh. Okay. Der Conductor ist jetzt das erste verkommene Subjekt, das uns bevorstehen würde. Er könnte es sein. Außerdem, von der Destiny, Resubscription, vielen lieben Dank auch an dich. Okay, klettern wir die Wand hoch. Wir müssen noch mehr Beweise sammeln.
Ich meine, er könnte es sein, aber es gibt auch sehr viel mehr, die es sein könnten. Dann haben wir No Kids. Oh nein. Oh nein, keine Headkits sind erlaubt. Okay, wisst ihr was? Ich will niemand zu nahe treten. Ich will nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen. Aber irgendwas sagt mir, dass unter Umständen Master Girl hier war. Frag mich nicht, wie ich darauf komme. Außerdem, eine Sache, die mich gerade sehr belastet. Ich habe ja gesagt, dass ich mir vor kurzem ein Zeichentablet besorgt habe. Dann habe ich dem Zeichentablet besorgt. Anschließend habe ich versucht, was zu zeichnen. Ich habe versucht, den Mowgli-Mann zu zeichnen. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, es ist unfassbar schwer, so diesen Schnurrbart zu zeichnen, damit er an beiden Seiten gleich aussieht. Das bedeutet, die ich zeichne, sehen auch ungefähr so aus, weil es ist ziemlich schwer, das symmetrisch hinzubekommen, okay? Danke für eure Aufmerksamkeit. Das wollte ich mal angemerkt haben. Oh, oh. Ganz vorsichtig. Wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Was ist das? Wir haben ja gar nicht da. Mit dem Schlüssel. Yes. Okay. Damit können wir die Tür da drüben öffnen. Allerdings ist eine Problematik daran. Die Krähe ist uns im Weg. Er möchte uns nicht durchlassen. Ist im Weg, Herr Krähenmann. Ich habe nicht vor, irgendwas Verbotenes zu tun oder sowas. Will ich nie machen. Öffne die Tür. Oh, oh. Zeit vergeht. Nur noch 50 Minuten übrig. 50 Eulenminuten. Zeit vergeht immer schneller und schneller. Du hast dich vor, da wegzuschauen, habe ich recht. Okay, wir müssen auf die andere Seite. Dort können wir das Schloss öffnen. Nächster Raum. Oh, oh, ein Anruf. Hallo, wer ist da? Ich werde ihn fangen. Wir werden sie finden. Wir werden sie finden! Wenn ich alles sehe, kopiere die eine Seite und spiegel sie. Ich weiß, dass es möglich wäre. Ich weiß, dass es möglich wäre, aber es würde mir nichts bringen. Davon lerne ich nicht. Ich lerne nicht, wie ich es vernünftig machen kann, wenn ich einfach nur derartige Tools verwende. Außerdem, was ist hier verboten? Keine Katzen erlaubt. Nachvollziehbar, es sind Vögel. Kein Fliegen und keine Eier. Okay, müssen wir uns keine Sorgen machen. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Wir haben ja keine Katzen anwesend, habe ich recht. Mein Schnurrbart ist auch nicht symmetrisch. Das ist tatsächlich unerwartet schwer. Das ist tatsächlich unerwartet schwer, das perfekt symmetrisch hinzubekommen. Das ist das wahre Leid. Und vielen Dank für den 100 Bits. So, warte, hier unten haben wir noch eine weitere Beweisakte. Wer könnte es sonst noch sein? Die Krähen! Ich wusste es! Ich wusste, dass mit den Krähen irgendwas nicht stimmt. Außerdem, ich liebe, dass hier das ganze Plattform daraus besteht, dass alles voll mit Gepäck ist. Es ist einfach Gepäck, das wirklich unfassbar hoch gestapelt ist. Das ist fantastisch. Ganz vorsichtig. Ich würde nämlich gerne das Wollknäuel da drüben mitnehmen. Wir dürfen nicht gesehen werden. Wir sind auf einer geheimen Mission unterwegs. Bereite dich vor zu rennen, Headcat. Nein! Unter Umständen habe ich einen Fehler gemacht. Ich hätte dich rennen sollen. Wir gehen nochmal rüber. Meiner hat, wenn er kürzer Stellen, an denen mehr und weniger Haare sind. Reden wir von einem Schnurrbart? Bei mir ist sowieso generell die Problematik, dass mein Oberlippenbart sehr wenig wächst. Das heißt, es ist nicht optimal, aber was soll man machen? Außerdem, have you seen this egg? Nein, ich habe das Ei nicht gesehen. Stinky Head. Oh mein. Master Girl macht sich über uns lustig und da ist schon wieder Lost. Seht ihr das? Überall. Er kann einfach nicht weggehen. Und dieses Teil hochzuklappen bringt uns absolut gar nichts. Schritt! Oh, den Schlüssel, den habe ich aber nicht. Oh nein, wo ist der Schlüssel? Ich glaube, der Schlüssel ist nicht hier. Oh nein. Wir müssen umkehren. Ich glaube, den Schlüssel bekommen wir von woanders. Kein David-Bart, so weit will ich jetzt auch nicht gehen. Ich glaube, wir schleichen uns mal hier vorn durch. Die Cafeteria. Das Problem ist nur, dieses Mal sind die Krähen hier, um uns zu erwischen. Das heißt, wir müssen ausweichen, wir müssen geschickt sein. Wir dürfen nicht gesehen werden. Und da oben sind ja Conductor-Coins. Die können wir mitnehmen, damit wir mehr Punkte von ihnen bekommen. Das ist eine Sache, welche noch relevant wird.
später. Wenn wir später drüber reden, wir nehmen es mal mit an der Stelle. Oh, wir können aber hier reingehen. Hier haben wir doch hier einen Raum, bei dem er gesagt hat, oh, ich hoffe, niemand tritt auf meine Kontaktlinsen. Es tritt niemand drauf, wir werden einfach direkt eindringen. Nein. Ich bin gar nicht da. Aber bevor wir was anderes machen, ist es erstmal Zeit für Metal Bark irgendwas. Bark. Bark. Was ist aus den Schulden geworden? Die hat uns der Pinguin direkt entlassen. Mit Pinguin meine ich der Conductor. Nicht Pinguin, ist die Eule. Er hat sie uns direkt entlassen. Wir müssen keine Schulden mehr zahlen. Oh shit, Radek. Ein paar Leben, sehr schön. Meine Lieblingssendung. Das ist ein Videospiel. Keine Sendung, ich bitte dich. Muss vorsichtig unterwegs sein. Und da vorne ist der Schlüssel, den wir gesucht haben. Oh yes. Das ist der gute Stoff. Das ist der Stoff, für den wir hier sind, Chat. Erzählt jemand davon, dass ich das mitgenommen habe. Erzählt jemand, dass ich ihn in meinem Besitz habe. Oh oh. Akte! Yes! Nimm sie mit. Lost! Es war Lost. Wer sollte es sonst gewesen sein? Oh, und die Räume sind alle verschlossen. Sehr schön. Das heißt, wir hauen einfach direkt ab. Oh, shit. Jemand hat Mantelband gekauft. Vielen Dank, anonymer Alfred. Vielen Dank. Wird der Name nicht angezeigt, wenn es jemand darüber kauft. Hat tatsächlich ein kleiner Alert dafür. Ich weiß, dass es nicht allzu sinnvoll ist, wenn... Oh, Gott. Ich wurde gesehen. Wenn kein Name angezeigt wird. Aber dennoch. Die Lost-Akte. Da stehen einige pikante Dinger drin. Zum Beispiel steht da drin, dass er mal einen Gummihuhn genommen hat. Und seine Zunge reingesteckt hat. In das Gummihuhn. In den Hals. Und er hat das für 5 Minuten weitergemacht. Bis seine Schwester reinkam und gesagt hat, hey, was machst du mit dem Gummihuhn? Und dann hat er gesagt, kümmere dich um deine eigenen Dinge und du bekommst Hausarrest. Und das war die Geschichte im Großen und Ganzen. Aber erzählt das niemandem, okay? Das ist geheim. Overlean 92, Resubscription, auf weitere moktastische Monate. Vielen Dank, vielen Dank. Okay, von hier aus können wir jetzt mit dem Schlüssel arbeiten. Das war doch immer ein verkommenes Objekt, das ist wahr. Warte, das ist der falsche Weg. Das ist der falsche Weg, wir wollen oben entlang. Ganz vorsichtig. Das ist übrigens ungefähr so ziemlich die längste Mission im ganzen Spiel. Aber es ist auch eine unterhaltsame Mission. Ganz vorsichtig. Wir können hier rein. Und diesmal, wenn wir noch eine weitere Mütze hätten, haben wir die schon. Warte mal. Wir können eine neue Mütze machen. Yes! Die Eisbärmütze. Seht ihr die Ohren? Iced. Yes! Und damit können wir den Shortcut hier verwenden. Mit Iced können wir zu einer Eisstatue werden. Und... Hey. Shit. Oh shit, und nochmal. Vielen Dank. Vielen Dank. Und jetzt können wir hier rein. Drück auf den Schalter. Oh, der wurde runtergefahren. Das heißt, wir können da drüben durch die Tür gehen. Und jetzt wird die ganze Scheiße ernst, okay? Jetzt wird die ganze Situation ernst. Bereitet euch vor. Es ist noch nur eine halbe Eulenstunde. Von Silent King. 6277, Subscription, vielen Dank. Und von Stas Blood, Resubscription. Ebenfalls, vielen Dank. Und jetzt sind wir in der Fernsehzentrale. Sie alle stehen da und behalten den Fernseher im Blick. Ich weiß nicht mehr ganz, was das hier geworden ist. Wir waren irgendwie noch auf dem Zug, aber wir sind nicht mehr da. Warte, was ist da? Warte mal. Was ist das für ein Plan? Da ist der ermordete Typ und da ist das Beweismittel. Und da sind 4 Eulen, beziehungsweise 4 Krähen. Oh, das ist verdächtig. Das ist so verdächtig. Wer war der Mörder? Ihr dürft mir dann übrigens, wenn wir so weit sind, helfen zu entscheiden, wer der Mörder war, Chat. Also macht euch schon mal Gedanken. Überlegt, wer es am besten hätte gewesen sein können. Ich würde mal teilweise bisher sagen, der Conductor war's. Gehen wir erstmal hier rein. In den Boiler Room. Heizungsraum. Und hier können wir sagen, ihr müsst hören, was sie sagen. Oh, wir lachen alle über Unwitz. Ja.
Und alle lachen. Oh Gott, das ist die Spritmütze. Und alle lachen. Oh mein Gott. Fantastisch. Oh oh. Ich habe ihren hässlichen Unwitz gesehen. Oh, der war wirklich hässlich. Oh mein Gott, war er hässlich. Oh oh, ich sehe nichts. Jetzt vorsichtig. Die ugliest woman. So, gehen wir direkt zurück. Ups. Entschuldige. Oh, Moment. Hey, ihr habt den Helm nicht geswappt. Die Mütze, ich war kurz verwirrt. Es ist Lars und der Schnurrbart. Die hatten beide ein Buttermesser mit runder Spitze. Hm, wir werden sehen. Behalte das auf jeden Fall im Hinterkopf. Wir müssen uns später noch entscheiden. So, öffnen wir die Tür. Und hier werden wir langsam an die wahren Geheimnisse kommen in der Lounge. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Ab hier sind nämlich wirklich viele von den Wachen unterwegs. Oh Gott, wir wollen nicht erwischt werden. Und hier hinten ist eine weitere Akte. Die geheime Akte. Informationen, die da drin stehen, dürfen wir niemals bekommen. Wer ist es? Der Eulerich! Oh mein Gott, ich wusste es. Welch verkommenes Subjekt. Vorsichtig bleiben. Darf uns nicht erwischen lassen. Hier ist eine Schatzruhe. Nehmen Sie mit. Token. Shit, da hinten ist die Sauna. Oh ja, wir werden jetzt nackte Vögel in der Sauna sehen. Oh mein Gott, ich bin bereit. Ganz vorsichtig, dürfen wir uns nicht erwischen lassen. Das stimmt. Nichts Besseres als eine heiße Sauna, gefüllt mit Vögeln. Nichts Besseres auf dieser Welt. Nimm den Schlüssel mit. Don't fly, don't run. Okay. Versteht ihr? Don't run. Versteht ihr? Ihr sollt das Wasser nicht laufen lassen. Fürchterlich. Gehen wir einfach weiter und wir ignorieren das Ganze soweit. Oh oh, nur noch 10 Eulenminuten. Und dann müssen wir uns entscheiden, wer der Mörder war. Eventuell fehlt uns eine Beweisakte tatsächlich. Eventuell hier eine übersehen zwischendrin, aber das ist okay. Das passiert manchmal. Okay, da vorne ist der geheime Raum. Gleich werden wir alle Geheimnisse erfahren, Chat. Gleich werden wir alle Geheimnisse erfahren, die es da draußen gibt. Aber bevor es soweit ist, lass uns in den Maschinenraum gehen. Wisst ihr, wen ich mag? Trigger. Ich will es mir nie verzeihen, wenn Trigger irgendwas zustoßen würde. Oh oh. Oh nein. Oh nein! Wir müssen ihn retten. Trigger! Ich werde dich retten. Ich werde dich zulassen, dass sie dir was antun. Was ist denn los? Was ist denn weg? Ich muss meinen Freund retten. Oh Gott! Aus dem Weg. Ich kann nicht zulassen, dass er von den Zahnrädern zerschmettert wird. Wir müssen ihn retten. Dreh dich zur Seite, du Krähe. Du stinkende Krähe, du stinkst. Es tut mir leid. Ich bin nur sehr emotional aufgebracht aktuell wegen der ganzen Situation. Wir müssen uns fortbewegen. Darf auf keinen Fall was passieren. Wir müssen ihn retten. Bevor es zu spät ist. Trigger. Halte durch. Sei stark. Hör auf zu weinen. Oh mein Gott. Nein, Trigger. Wer hat dir das angetan? Ich glaube, wir haben ihn gerettet. Trigger! Siehst doch aus wie immer. Wie geht's dir? Er ist noch ganz der Alte. Ja, den weiß für uns. Das Opfer selbst war der Mörder. Danke, Trigger. Auf dich ist immer Verlass.
Der Mörder war Devimon, erkennst du an den schwarzen Zahnrädern. Oh mein Gott, du hast recht. Okay, es gibt noch einen letzten Beweis zu sammeln für den Mörder. Es gibt noch eine Möglichkeit, wer es sein könnte. Wir dürfen nicht rein. Die Wahrheit ist dahinter. Wir werden es herausfinden. Was versteckt er vor uns? Ich bin jetzt ein verfügbares Subjekt. Außerdem, der Scan. Sie hat Süßigkeit in ihrer Mütze tatsächlich. Unter dem Hut. Wir müssen gehen. Eventuell kann ich der Mörder sein. Ihr seid scheiße. We couldn't find any conclusive evidence. We have no idea who murdered this owl. What? So you've done pickle to solve the case. Who's the murderer? Which one of you did it? Wer ist der Mörder? Jetzt müssen wir uns entscheiden. Wir hätten zum einen die Krähen. Wir hätten die Eulen. Sie hatten ihre Augen überall und sie haben nichts gesehen. Wir hatten den Conductor. Was suchst du, Packneck? Ich muss es tun, damit die Stimmen aufhören. Lost sagt nichts. Und natürlich, man kann keine tote Eule zum Mörder machen. Ihr seht schon, ihr seid alle für Lost, oder? Sie oder Lost? Der Schmock ist der Mörder. Wie es aussieht. Der Zufall hat entschieden. Mrs. did it after all. Lost! Es war Lost. Ich wusste es auch, wie ich wusste es. Was hast du deiner Verteidigung zu sagen? Warum willst du es tun? As you might have noticed, darling, I'm not actually Mrs. It's me, DJ Grooves. Lost is DJ Grooves! I know you've been having trouble shooting a movie, darling. So I made up this scheme to help you create an interesting movie plot. Oh mein Gott! Can I go now? I'm kind of sore from playing dead for so long. This rubber knife is also a bit uncomfortable. Er steckt mitten in seinem Körper. Well, thanks for solving the murder, lassie. Not only did you reveal the murderer, you also revealed that the victim was never harmed. And you gave us intense footage for the movie. What? You think I'd let a murder happen on my Owl Express? Oh, think again. That was all just a setup for my newest Owl Express movie. Murder on the Owl Express. Wie kannst du es wagen? Oh, you think DJ Picnic will make a movie that's even remotely as good? Ha! I think not. Here, take this thingamajig and get out of here. Wir haben einen Fingamajig. Tatsächlich bekommen wir bei der Mission übrigens jeweils immer eine andere Auflösung, je nachdem, wen man wählt. Es gibt also 5 verschiedene Endings, die man bekommen kann. Die würde ich natürlich gerne zeigen, und das ist ungefähr die längste Mission im Spiel, deswegen, ich kenne selber nur 2 Endings davon. Also sehr unterhaltsam. Man kann immer andere bekommen. Und hey, wir haben es geschafft. Yes! Wir bekommen sogar eine kleine... Das war unser eigener Film. Spielst du noch 8-mal? Okay. 24 Punkte für die Porks. Für die Pons, nicht Porks. Ich wünschte, es wären Porks. Und alle Beweise. Seht ihr die Punkte? 548.
Punkte auf das Conductor-Konto. Das war kein 3 von 10. 64! Wisst ihr was, auf die 64 kann ich mich einigen. Darauf können wir uns einlassen, tatsächlich. Oh shit, wer hat eine neue Welt freigeschaltet? Die Sache ist nur... Ich